So, jetzt bin ich live hier bei Instagram. Heute Abend wird es eine ganze geballte Ladung mit mir geben. Und nicht nur mit mir, sondern mit vielen spannenden Gästen, vielen tollen Leuten. Unter anderem bin ich jetzt gleich ab 19 Uhr beim Livestream, beim Talk mit dem Deutschen Alpenverein München und Oberland zusammen. Mache eine kleine Interviewrunde über die Doku, die heute Abend um 21:15 im ZDF bei Terra X läuft. Ja, also Weihnachten kann kommen. Ich habe mich ja auch gemütlich gemacht, habe mir einen kleinen Tee, Mandarinen. Alle, die mich kennen, wissen, es wird sehr lustig. Und dann, last but not least, bevor ihr die Doku anschauen könnt, alle um 21:45 geht es um 19:45 los mit einer wunderbaren, bunten Bergretter-Insta-Live-Weihnachtsfeier. Und da könnt ihr euch alle drauf freuen, weil da praktisch alle sein werden. Sehr, sehr viele mit Überraschungsgästen. Es wird lustig. Es wird unterhaltsam. Es wird weihnachtlich. Es wird einfach ganz prima. Und ich freue mich total darauf, alle wiederzusehen. Ich habe die auch tatsächlich sehr, sehr lange nicht gesehen. Und das wird eine schöne Sache. Und ich hoffe, ihr werdet zahlreich einschalten. Ich schaue mal, ob ich das jetzt hier abbrechen kann und dann werde ich das abspeichern. Dann könnt ihr es 1000-mal teilen, dass wir heute Abend mega zahlreich sind. Und wie gesagt, bevor es morgen Abend um 19:45 mit den Bergrettern weitergeht, mit Folge 5 und danach auch der zweite Teil von der Terra X-Doku Meine Alpen noch kommt. Also es bleibt spannend, es wird großartig. Ich freue mich tierisch auf euch. Ihr seid großartig. Bis später. Tschüss. So, ha, Leute, jetzt geht's los. Frohe Weihnachten. Wir sind jetzt hier live auf Instagram, die Bergretter-Weihnachtsfeier. Sie geht los. Ich habe traditionell meinen Katzenpullover an. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Ich sehe schon, es sind schon ein paar Leute on start. Und ich werde jetzt gleich auch mal schauen, wen ich als ersten Gast nämlich gleich reinhole. Und zwar, ich hoffe, dass er schon da ist. Aber ich hoffe, es geht euch gut. Wir werden jetzt eine ganze Zeit hier miteinander verbringen. Und ich bin schon sehr gespannt, was ihr für Fragen habt. Wir werden immer mal wieder Fragen beantworten von euch und schauen, dass wir die mit einbeziehen werden. Ich weiß, dass einige schon, wir haben tatsächlich nicht alle werden heute dabei sein. Wir haben ein paar Terminprobleme, zum Beispiel leider Martin Leutgeb ist leider nicht dabei. Der kann nicht. Ich soll aber alle ganz schön grüßen und ja, der wird auf jeden Fall bei einem anderen Mal wieder dabei sein. Aber ansonsten haben wir ein großes, großes Potpourri an Leuten und hier kommt jetzt jemand. Ich weiß gar nicht, hat er mich jetzt hier schon? Nehmen wir jetzt mal an. Jetzt müsste es doch eigentlich gehen. Wartet mal. So. Jetzt. Oh. Ballade. Hallo. FCN. Hast du, wenn du mir so kommst, was dabei? Hast du was? Du guck mal, wenn du mir so kommst. Oh Gott. Dann komme ich dir so. Ich glaube, ich spiele. Passt auf, jetzt mache ich mir gleich mal Stöpsel, damit der Ton vielleicht noch mal besser ist. Oh, gut, Schatz. Wunderbare, unglaublich smarte, tolle Kollege Markus Brandl. Vor dem Adventskranz. Das ist ja schön. Hast du den selber gemacht? Natürlich. Was denkst du denn? Du, die Anmoderation... Ich auf jeden Fall jeden Morgen anhören. Wie geht's? Du bist viel unterwegs, oder? Wir haben ja kaum noch Kontakt. Ja, wir haben wirklich kaum noch Kontakt, weil ich eigentlich nur noch so, jetzt fliegt vor Begeisterung. Guck mal, ich mache mir ein bisschen das auf Deppisch, weil der Club ist ein Depp, aber ich mache so, dass es so ein bisschen... Seht ihr, ich habe keine Kosten und Mühen. Seht ihr, ich habe hinten Beleuchtung, ich habe Kerzen. Ja, ja. Es ist wirklich geil. Ich habe mir einen Tee, habe ich hier... Ich habe extra noch eine Orange in den Keller. Guck mal, was ich hier... Ich auch. Ich habe mir auch... Ich habe hier eine Mandarine. Ja. Was ist das? Ja. Eine Rassel? Was hast du da? Ich bin gerade im Keller und da entdeckt man so alte Spielsachen, die einen ganz... Ich bin auch im Keller. Ich bin auch im Keller. Ich gebe es zu.
Ja. Wenn man sowas sieht, wie geht's dir da? Oh ja. Da geht's mir so, dass ich mir denke, meine Tochter könnte ihren Scheiß mal wegräumen, weil das haben wir ja auch noch in der Größe eigentlich. Du ja jetzt nicht mehr. Aber ich bin jetzt wirklich froh, weil ich bin wirklich jetzt nach langer Reise wieder zu Hause. Ich habe jetzt, glaube ich, ja, ich war gestern, gestern war ich in Berlin. Gestern war ich, nee, bei Dalli, da, ja, das haben wir, war eine Aufzeichnung. Ja, bei Dalli. Und dann war ich, gestern war ich beim Mittagsmagazin noch, beim ZDF, okay. Ja, Mittagsmagazin in Berlin. Und ja, genau, und jetzt bin ich eigentlich zum ersten Mal so, dass ich zu Hause bin und dann jetzt natürlich voll Hochdruck alles noch besorgen, machen, bam, 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 bam. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr mich nicht stressen lasse. Ich bin total in meinem Qi, ja, ich kenne das gar nicht, also mir geht auch nichts auf den Sack und es ist total entspannt. Also ich habe alles gut. Also so, ich habe ja gerade den ersten Teil der Doku angeschaut und da hast du dich nicht stressen lassen. Das ist echt atemberaubend, das ist der Wahnsinn, das machst du so nebenbei, ne? Ich, also das mache ich jetzt nicht, weil ich dich so sehr schätze und liebe, sondern du hast ja kaum so ein bisschen was erzählt, dass es schon hart war und so, ja. Aber das habe ich nicht erwartet. Geil. Also mich hat das gerade von den Socken gehauen. Ich dachte, ich muss jetzt mal reingucken, wenn ich gleich mit dem Kollegen Ströbel irgendwie quatsche, immer mal gucken, was er so gemacht hat. Ich konnte jetzt gar nicht aufhören, das ist ja unfassbar. Ja, also diese Kälte da. Ja. Aber du hast natürlich nur an Kaffee gedacht, nachts um 5. Das ist meine Lieblingsszene übrigens, wie ich lachen muss. Und ich werde auch nie vergessen, wie der Hans neben mir, also für alle, die es nicht wissen, wenn ihr nachher reinguckt in die Doku, 9:45 heute, da war ich mit dem Hans Hundert, das ist ein total geiler Alpinist und Bergführer und so. Und wir haben da in diesem Eisloch gesessen, gefroren und war so Morgensdämmerung und dann habe ich gesagt, so, ich glaube, ich wecke ihn jetzt gleich, dass er mir einen Kaffee macht und dann grunzte er neben mir wie so ein Schweinchen und da habe ich so, das war so geil. Und dann gibt es einen Schnitt, später trinkt er dann so morgens Kaffee. Aber sag mal, das war, wenn selbst du dann irgendwann mal sagst, du würdest jetzt dann doch den Schlafsack nutzen, also du würdest jetzt ganz gern wechseln, die Füße frieren dir bald ab, so. Das war unglaublich, oder? Ja, das ging dann ganz schön schnell. Da war man irgendwie, und ich hatte eigentlich mir vorgenommen, ach, die Nacht werde ich schon irgendwie durchhalten in dem Biwaksack. Ich stell's mal. Aber es war nicht. Es war irgendwann, dass ich gedacht habe, ey, scheiße, jetzt hört's auf so. Weil dann irgendwann hörst du auf, irgendwie bist du nicht mehr so, dann hörst du auf zu zittern und dann weißt du, okay, jetzt sollte man irgendwie schauen, dass man wegkommt. So, dass man wieder ins Warme kommt. Und dann habe ich auch mit diesen Schafen auch das Ding. Ja, das ist super. Diese Transhumanz, auch wunderschön. Ja. Was? Das sah aus wie, sieht aus wie so einem Werner Herzog-Film, wie diese, weiß nicht, 1500 Schafe da von Österreich nach Italien da getrieben werden. Oder umgekehrt ist es, umgekehrt. Ja. Kommt von Italien hoch, dann werden runter, dann ins Ötztal, dann runter Richtung. Und das ist Wahnsinn, ey. Das sind ein paar tausend Schafe. Und das ist Wahnsinn. Das ist ein Unglaublich. Das ist schon seit tausenden von Jahren. Das ist so eine Tradition, die immer noch da, oder halt auch eine Notwendigkeit aufgrund der, weil das Gras sonst nicht überall, die Weiden nicht überall reichen und so. Wobei ich das auch geil fand, weil der Schäfer mir ja gesagt hat, ein Schaf frisst nicht mehr als ein Hut voll Gras am Tag. Ne? Das finde ich auch krass, irgendwie so. Krass. Der musste auch untertitelt werden. Aber jetzt haben wir lang genug von mir geredet. Sag du jetzt mal, wie findest du mich? Dann erzähl mal. Alter, was machst du? Wie geht's dir? Sebastian, du weißt, du hast noch viele Kollegen und ich kenne die. Die reden nur über sich. Genieß es, dass wenigstens einer mal nachfragt. Du weißt, wie es ist. Aber du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Ja, guck mal, ich habe eine Jacke geschenkt bekommen von irgendeinem verrückten Huhn. Wie findest du, geht die mir? Ich meine, die hat mir zwar geschrieben, die gab es nicht anders zu kaufen. Es ist leider das falsche Wappen drauf, aber die Jacke ist wirklich bärengeil. Ja, die muss ich wirklich sagen. Also sowas, die fand ich so geil und da habe ich gedacht, das musst du haben. Das ist eine Superman-Jacke. Die hätte ich sonst sofort für mich auch eigentlich geholt. Aber ich denke, ihr seht, kleine Jahren, Geschenke. Ich denke, die sind ein paar Jahre mit Nürnberg. Ja. Entschuldigung, was sagst du? Ich sag kleine Geschenke. Wir erhalten die Freundschaft. Genau. Das ist einfach, da hat der Markus mich gleich wieder lieb gehabt. Guck mal, wir können mal gucken. Aber was treibst du denn den ganzen Tag? Bist du viel unterwegs und
bewegst dich, machst Sport und. Ja, ich mach sehr viel Sport. Ja. Naja, du weißt, ich habe mich ein bisschen beim Fußball am Knie verletzt. Jetzt hänge ich so ein bisschen ab, aber es geht aufwärts. Und deswegen habe ich auch von dir Unterstützung bekommen in Form dieser Jacke. Aber bis Februar werde ich wieder fit sein zum Drehen. Man sollte halt nicht mit den Kids Fußball spielen und da mithalten. Und jetzt mache ich so Physio und habe mir diesmal sogar alle Bergretterfolgen vorher schon angeschaut, was ich sonst nie mache. Die sind echt nicht schlecht, du. Und weißt du was? Wir haben ja auch so einen kleinen Konflikt. Das dachte ich, wenn ich glaubwürdig bei uns beiden, aber es funktioniert. Ja. Also. Sag mal, apropos Konflikt, ja, nee, total, aber das sowieso, aber wie hat dir das gefallen? Wie geht dir das mit Michael König? Erzähl doch mal, als der Herbrechter, als dein Vater, du warst der Filmvater von, ja, aber erzähl mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, was das für dich für ein Gefühl war. Ich meine, du hast ja, ich bin jetzt praktisch immer nur so ein bisschen in Rivalität und er hat meinen Weg gekreuzt. Und für mich war das schon krass irgendwie. Aber du hast ja nun jetzt, du machst ja seit 35 Jahren, spielst du den Sohn von Michael König und vom Herbrechter. Wie war das für dich? Also erzähl mal der letzte Drehtag. Wie war das? Also du kannst ja mal aus dem Nebkästchen plaudern jetzt. Naja, ich bin natürlich sehr nah am Wasser gebaut, was so Situationen angeht. Aber es ging, also erstmal von mir, die letzte Szene, die ich da auch gepostet habe, die musste ich irgendwie zweimal abbrechen, weil mir so ein bisschen ein Tränchen in den Augen stand. Und auch am Schluss, als ich ihn umarmt habe und so, es gab ja einige auch von der Produktion, auch der Aufnahmeleiter, der ja auch schon lange im Film dabei ist, der war so berührt. Aber das ging nicht spurlos an mir vorüber. Das war ganz verrückt. Und wir haben ja erst den Tod gedreht und dann erst später quasi habe ich nochmal mit ihm gedreht. Und ja, wir haben uns nochmal am Abend, der hat mir auch mal ganz lieb geschrieben und so. Aber ich meine, ich habe seit 15 Jahren ist mein Vater gespielt und es fallen mir halt dann so diese ersten Drehtage ein. Und da war ich natürlich irre nervös. Michael König, der ist ja in München, aber wahrscheinlich allgemein schon so eine Theater, eine kleine Legende. Und er war von Anfang an total lieb. Und ich hatte damals mein Levi, meinen Sohn dabei. Und er hat sofort gesagt, wie nett. Und hat mich irgendwie sofort so ins Herz geschlossen. Und ich ihn. Und er hat immer Scherze gemacht kurz vorm Drehen und hat aber trotzdem dann immer diese kleine Drecksau gespielt, das hat er super gemacht so. Und deswegen, als so kurz vorm letzten Take wollten wir loslegen und dann musste ich kurz um die Ecke gehen. Das ist ja oft bei uns so. Ich meine, wir wachsen da zusammen wie so eine Familie und plötzlich, man spürt die Vergänglichkeit. Es kommen und gehen Leute. Jetzt durfte ich wieder kommen und jetzt geht ein anderer. Und das war ja auch als Maxi und der Ferdinand, mit denen habe ich gar nicht so viel gedreht, aber die letzten Drehtage, das hat mich auch berührt. Aber bei Michael König war das natürlich extrem. Ja, ja. Ja. So. Ja. Ja. Das war schon echt krass. Also mir sind da. Du hast ja auch, also dich hat es auch berührt, ne? Natürlich. Waren ja, alle irgendwie ich war, so. Ich war echt angeschossen. Also mich hat es wirklich angeschossen. So, das ist. Weiß ich nicht, das war irgendwie echt ein sehr emotionaler Abschied, so als es dann, wenn es einem dann wirklich bewusst ist, dass man so, mir geht's ja komischerweise jedes Jahr so, mir geht's jedes Jahr, wenn wir das heißt, wenn ich weiß, wir drehen nächstes Jahr wieder, wenn ich meine Kutte ausziehe, meine gelbe, ja, dann hänge ich das immer, ich hänge das ja sowieso immer mein Kostüm auf und so, aber so dieses, das ist wie so ein Abschied immer, weil du ziehst so diese Haut aus, die du das Jahr über spielst und dann gehst du weg und, Das ist auch da schon emotional. Und dann war es schon emotional. Ich meine, als du damals weg, gut, ich wusste, dass ich dich wiederhole und dass du wiederkommst und dass du immer, wenn du denkst, du bist draußen, dann ziehen wir dich wieder rein. So und dafür will ich dir sehr. Deswegen, ich weiß nicht, dass du am Ende zu mir gesagt hast. Ich glaube, dass du sogar ein Video aufgenommen hast. Stirb mal lieber nicht. Ja, und du siehst, im Endeffekt, ich habe auch zum Beispiel eigentlich einen Freund, ich habe neulich erst gesagt, ich würde Niklas Beste von Heidenheim mitnehmen und nominieren für die Nationalmannschaft, weil der bereitet jedes Tor vor und der haut die Dinger in den Winkel, ja, und der ist ein richtig guter, so jemand brauchen wir jetzt. Jetzt hat er heute, habe ich gesehen, im Kicker, der wird nominiert, ja. Da siehst du. Wahrscheinlich. Ja, siehst du, ich hab ein gutes Personalgespür. Ich habe ein gutes Personalgespür. Und sag mal, was machst du denn jetzt noch, bevor wir jetzt schon wieder, weil wir einen engen Zeitplan haben? Ein Tipp brauche ich jetzt noch, weil wir quatschen. Ein Tipp brauche ich noch für dir, was weihnachtlich Nachspeise, was schlägst du da vor?
Schmand gefrorene Himbeeren. Das ist total lustig. Da mache ich so ein, aus Schmand und Sahne mache ich so eine Creme und dann mache ich gefrorene Himbeeren in eine Schale rein und da haue ich die Creme drauf. Das habe ich von meiner Mutter, das Rezept. Und dann zieht diese tiefgefrorenen Himbeeren, ziehen diese Creme durch und machen das auch zu so einem ganz festen Mousse. Und dann mache ich dann nochmal braunen Zucker drüber und noch Baiser. Und das schmeckt also so fett. Das ist super lecker. Bisschen wie das in Salzburg, das Ding, was du ja machst. Nicht so, nee, das sind ja so, das ist ja eher so ein Windbeutel, die Salzburger Nockern, ist ja so aufgeschäumte Eiweiß, aber das wird nicht heiß gemacht. Okay. Also das ist einfach nur so eine Creme. Da kann ich dir das Rezept, das schicke. Ja, so machen wir das. Okay. Das, dann. Guck mal, Alter, jetzt ist schon wieder vorbei. Ja, das jetzt. Ist krass. Kommt, aber es hat mir. Bayern-Fan, du musst leider mit dem nächsten Bayern-Fan weitermachen. Ich hat mich hier zu sagen, aber beim letzten Mal hat es mit dem Einwählen nicht geklappt. Genau, aber das wäre bekommen. Der muss mir ja nur eine Anfrage schicken, der Opa, ne? Ja, sag, also, du schickst ihm eine Anfrage am Schluss. Robert, du musst eine Anfrage schicken. Robert, du Idiot, du musst mir eine Anfrage schicken, ja? Das ist so das leid, das tut mir so leid. Das Rezept hätte ich auch gerne, das heißt Himbeertraum, das lese ich erst. Herzliche Grüße aus Karlsruhe. Ja, geil. Ja, super. Himbeer, das war übrigens ganz schlimm. Ich schicke dir das aber nachher, aber das, ich knutsch dich. Das war schön, deine Hackfresse zu sehen. Ja, ciao. Und wir schnacken auf jeden Fall. Bis, ne? Dann, mach's gut. Tschüss. Grüße. Ciao. Du musst auflegen, gell? Nee, du machst das, glaube ich. Ich glaube, du machst das. Es geht nämlich bei uns Schlag auf Schlag weiter. Das war der hervorragende, großartige, geliebte Markus Brandl. Jetzt muss ich einen ziemlichen Idioten reinholen. Das ist halt jedes Mal wieder. Ich kann es auch nicht ändern. Ich weiß nicht, ob er es hinkriegt. Ich glaube, dass er es nicht hinkriegt, aber ich bin mal gespannt. Weil jetzt kommt der unglaubliche Robert Lohr. Wenn er es dann hinschicken würde, wenn er es hinkriegen würde, einfach mal hier reinzukommen. Aber wisst ihr was? Ich probiere einfach mal. Ich guck mal, ob der Robert das jetzt hinbekommt. Ja, Markus, da ist er. Es ist unglaublich. Es tut mir leid für alles, was jetzt kommen wird. Der Robert übernimmt jetzt hier den Haufen. Ich gucke nochmal, jetzt hat er nochmal, da ist er. Oh mein Gott, jetzt hast du dir schon wieder diese intellektuellen Brille aufgezogen. Was soll das? Die Leute wissen, dass du eine Hohlbirne bist. Ich habe mich sogar für dich frisiert. Ja, das stimmt. So habe ich dich noch nie gesehen. Was ist denn das für eine Frisur? Fällt dir was auf? Ja, die Brille ist doppelt so dick, deine Hornbrille. Und du hast den Scheitel auf der anderen Seite, kann es sein? Ja. Aber fällt dir noch was an? Du siehst aus, nein, weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus wie Harald Schmidt. Für die, die es noch nicht wissen, Harald Schmidt war ein unglaublicher Entertainer, der jahrelang das deutsche Fernsehen geprägt hat. Unglaublich witzig. Gut, das habt ihr nicht gemeinsam, weil du jetzt. Nein, hör mal, fällt dir noch was anderes auf? Du hast die Augenbrauen gezupft. Das mache ich, die sind so dunkel. Ja immer. Mach das mal die Brille runter, hast du die Augenbrauen gefärbt? Nee, guck mal, ich habe aus Mitleid mit dir die Clubfarben an. Stimmt, rot-schwarz. Wobei du weißt, dass die Clubfarben eigentlich rot-weiß sind, ne? Ja, das sagst du immer. Und hörst du, dass ich krank bin? Du bist ja immer krank. Du bist ja, das müsst ihr wissen, Robert ist kein Hypochonder, sondern er ist wirklich immer krank, ja? Also er hat immer irgendwas. Du. Aber ich wollte noch mal was anderes mit dir besprechen. Ich hätte gar keine Zeit haben sollen. Was ist passiert? Ja. Warum hast du auf einmal doch Zeit? Hat sich alles bei mir geändert, aber das ist langweilig. Aber hör mal, ich wollte was. Guck mal, hier schreit jemand. Stimmt, Harald Schmidt. Ja. Ich habe deine Terra X gesehen. Ja. Und da wollte ich noch mal was mit dir besprechen. Entschuldigung, was habe ich gemacht? Sag. Ich meine, hast du dir ernsthaft einen Schlafsack geben lassen, ja? Ich habe, ja. Also da muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, nach dem Geschleime von Markus, also da war ich so schockiert. Also ich habe so ein, nein, wirklich, da war ich wirklich, da habe ich echt gedacht, jetzt geht's los, jetzt lässt er sich einen Schlafsack geben. Wirklich. Ja. Also da muss ich echt sagen, ich habe schon viel gesehen, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe so ein Training schon in den 80er Jahren gemacht, und da war ich 4 Jahre alt. Und ich lag wirklich mit dem T-Shirt in dem Biwak, ja.
Und mir war eigentlich zu warm, wenn ich ehrlich bin. Gut, das war ja noch in der Schwarz-Weiß-Filmzeit bei dir. Na, wir hatten gar keine Kamera dabei. Wir sind da zu Fuß hoch, haben uns in das Loch reingelegt und am nächsten Morgen sind wir mit den Schienen abgefahren. Du bist ja noch mit Gott zusammen, die Berge geschaffen hat, mit rumgelaufen, so alt bist du wahrscheinlich. Nein, aber ich habe Jesus noch persönlich gekannt. Ja, auf Aramäisch mit ihm geredet. Und pass auf, bei dir. Mit jemandem zusammen zu sein, der mein Vater sein könnte, ja, ja. Und der immer nur das Haar in der Suppe findet, ja. Also Robert behandelt mich wie ein Sohn, wo du das Gefühl hast, er ist nie zufrieden mit mir. Ich meine, das mache ich schon diese. Ja. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr diesen kleinen Steinbock da gefangen hattet? 2 Monate oder was? An der Falle hast du mitgebaut, oder? Ja. Das hat man gesehen. Ja. Da habe ich ja gedacht, es wird nichts so mit dem Steinbock. Wirklich. Ja, das stimmt. Also das Haus hat noch gehalten hier. Gut, diese. Aber du, das war. Sequenz mit den Schafen war interessant. Da warst du nicht so viel im Bild. Die war interessant. Ja gut. Ja, das war wirklich interessant. Das stimmt. Und aber wer mich auch an dich erinnert hat, war der Professor Albert Zink, der Professor. Der war auch so wie du so ein bisschen. Moment, welcher war der das? Der Ötzi Professor. Na, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja der zweite Teil, oder? Ja, genau. Nee, ich habe gar nichts verraten. Super. Nee, kann man das schon sehen? In der Mediathek könnte man es jetzt schon sehen. Okay. Da schreibt jemand, Michi ist der Hit, aber das stimmt ja, die meinen ja nicht dich. Die haben wahrscheinlich, das glaube ich nicht, kann mir nicht vorstellen. Aber ich habe mich extra ein bisschen kostümiert für dich, weil ich wusste, dass du so einen lustigen Pulli anhaben wirst und so, habe ich mir gedacht. Ich habe mich extra so ein bisschen frisiert und eine Brille aufgesetzt und meinen roten Pulli angezogen. Aber du siehst top. Ich finde, du siehst super aus. Ich würde mich, wenn du eine Lesung machen würdest, würde ich mich sofort reinsetzen. Okay. Aber da ist mir eingefallen, wollen wir nicht mal eine Lesung zusammen machen? Vielleicht haben wir die Leute Bock da auch mal. Wir können uns ja irgendwas überlegen und dann machen wir eine Lesung und du ziehst dann aber auch so einen hässlichen Fummel an wie jetzt und so eine blöde Brille auf die Nase. Kannst du lesen? Ich kann sehr gut lesen. Und weißt du, an wen du mich noch erinnerst? Kann gut wie heißt der nochmal? Ich kann hast sehr gut lesen. Hast du den nicht gespielt, der auch diesen Schnurrbart noch hat? Mit der Brille und dem Schnurrbart von den Marx Brothers. Wie heißt der nochmal? Ja, Groucho Marx. Das war ja auch mal deine Paraderolle, oder? Das hast aber du weißt, dass ich Groucho gespielt habe, ne? Ja, natürlich weiß ich das. Aber jetzt weiß ich auch warum, weil du siehst ja wirklich, da, wenn du jetzt noch einen Schnurrbart hättest. Wie geht's dir denn? Erzähl mal, also wie geht's dir? Du siehst blendend aus, ja. Ich finde auch deine Haare, der Scheitel rechts steht dir auch super. Sieht wirklich sehr gut aus. Ist wirklich sehr, sehr gut. Und also wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, wie immer. Ja. Aber ansonsten geht's mir echt gut. Ich habe gerade noch was anderes gedreht. Schwarze Schafe, die Serie. Oh, cool. Sehr interessant. Ja, sehr lustig. Da hast du ja schon mal den Film gedreht. Das war ja ein Kinofilm damals. 2007, ja, das war so ein Independent, kann man es schon sagen, so ein Independent-Erfolg. Jetzt, 17 Jahre später, haben wir dazu eine Miniserie gedreht. Und ich glaube, er wird sehr lustig. Und man wird mich, ich glaube, zum dritten Mal in diesem Jahr fast nackt sehen. Das gibt's doch nicht. Ich meine, ist die Frage, wer das sehen will, ja? Aber ich. Es steht in den Büchern drin. Was soll ich machen, Sebastian? Ich muss dazu sagen, es ist lecker. Ich habe ja den Robert schon sehr oft nackt gesehen, ja. Und das ist hervorragend, was ich sehe. Man könnte von Frischfleisch sprechen auch, ja. Was trinkst denn du? Ich trinke gerade. Ich habe einen persischen Granatapfeltee. Ach. Ich habe gerade auch gedacht, Gin würde sehr gut da drin schmecken eigentlich. Was ist das? Rosé wahrscheinlich wieder? Rosé. Seit wann trinkst du Rosé? Du trinkst doch eigentlich nur, du trinkst nur Weißwein eigentlich. Ja, aber der Rosé hier, der ist sehr trocken, sehr lecker. Also den trinke ich auch ab und zu. Okay. Was ist denn mit deinem? Du, hör mal, sagen, noch was anderes, noch was anderes, weil du weißt ja, dass Bayern München gerade spielt, ne? Oh, stimmt ja, richtig. Ja, deswegen habe ich den früheren Slot genommen. Ich gehe dann gleich rüber. aber hör mal, ich muss wirklich sagen, ich habe diese Farben wirklich aus Mitleid angezogen. Du warst ja wirklich im Stadion neulich, ne? Ja.
war das geil. Das war 0-2, ne? Ja, aber die haben so gut gespielt. Es war so geil. Wirklich? Es war so geil. Jetzt? Ja, ja. Es war wirklich der Hammer. Ich habe nicht gesehen. Und die haben, nein, aber die, du haben, weißt, die haben Chancen versäbelt und mal abgesehen, also das war wirklich, deswegen war das so cool, weil die haben echt richtig gut gespielt und die hätten das auch gewinnen können. Aber für mich war dieses Erlebnis so toll, weil ich einfach diesen Verein total cool finde und ich hatte, was sehr toll war, jetzt plaudere ich ein bisschen, das ist was sehr Intimes, erzähle ich nur dir. Hört ja keiner zu. Ja, ich war mit allen meinen Töchtern im Stadion und das war natürlich sehr geil. Das war wirklich sehr cool. Okay, warum hast du mich nicht mitgenommen? Weil du ja gedreht hast. Du hast ja eine Nacktszene gedreht. Habe ich da wirklich? Ja, das war das Wochenende. Oh, du Scheiße. Ich habe dich vor Wochen gefragt, ob du zum Clubspiel gegen den HSV mitkommen möchtest. Ja, das war das Wochenende. Ich habe mir gesagt, nee, das geht nicht. Da habe ich meine Nacktszene. Weiß auch nicht, warum du es mir erzählt. Da habe ich meine Nacktszene. Da kann ich leider nicht. Ja? Nee, das, jetzt ja. Kommt raus, dass du gar keinen Termin hattest, du Arschloch. Doch, ich hatte wirklich einen Termin. Es war das Wochenende. Ja, ja. Oder war das Spiel am Montag? War das Spiel am Montag? Am Samstag haben wir gespielt. Ich habe Samstag, Sonntag gedreht. Wirklich. Aber Schatz, ich wäre sonst wirklich mit dir gegangen, wirklich. Okay, ja, okay. Gut. Das holen wir nach, ja. Und alle wissen, Roberts Vater ist auch glühender erster FC Nürnberg-Fan auch. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch, also das war natürlich alles nicht ganz ernst gemeint. Mein Herz schlägt natürlich auch für den Club. Meine halbe Familie wohnt in Nürnberg. Ich habe viele Sonntage dort verbracht. Kenne auch Leute da im Club und so weiter. Und mein Vater hat ja sogar noch mit späteren deutschen Meistern dann Fußball gespielt in seiner Jugend. Und deswegen, mein Herz schlägt auf jeden Fall auch für dich. Ich muss in diesem Zusammenhang auch mal feststellen, dann beenden wir das Thema Fußball auch. Ich muss sagen, seit ich Robert an meiner Seite habe, mag ich Bayern München auch ein bisschen mehr. Ja? Und das heißt wirklich, das heißt was, ja. Also das ist wirklich. Und warum das, ist es rein deine Empathie oder was ist das? Wie meinst du? Na, ist es die Empathie zu mir? Ja, natürlich. Hast, oder? Das bist nur du. Das nennt man im Marketing-Sprech nennt man das Overshadowing-Effekt. Okay. Das heißt, die neue Marke, das versuchen manche Trittbrettfahrer mäßig. Kopieren dieses an und dadurch ist so ein Overshadowing und du überstrahlst die Marke Bayern so, dass ich sie dadurch auch mag, weil du sie sozusagen so ein bisschen antriggerst. Naja, aber es ist ja ein bisschen und so im Fußball auch, oder? Dieses Gebäsche gegen Bayern, es ist halt dann auch so, da wir zusammen gucken, ja nicht nur Bayern, sondern auch Club oder auch andere Spiele, ich bin natürlich schon jemand, der diesen Verein sehr liebt. Und du bist authentisch dabei. Und sehr authentisch und auch viele Sachen dann erklärt oder verteidige oder und das, glaube ich, nimmt einen schon mit, oder? Mhm. Absolut. Und ich finde, das ist etwas, was man dann auch wertschätzen kann, ja. Also wenn du jetzt nicht so ein Erfolgsfan bist oder sonst wie, sondern du gehst ja da auch immer all mit und verteidigst die dann auch, wenn es mal scheiße läuft oder so, so wie jetzt und ihr nicht Meister werdet, sondern Bayer Leverkusen, die wir es mal an dieser Stelle mal gönnen. Wir verlieren ja heute gegen Darmstadt, wusstest du das schon? Nein, gegen Bochum. Guck mal, du hast keine Ahnung vom Fußball. Siehst du, es interessiert mich. Das ist wieder typisch scheiß Bayern. Weißt du, interessiert sich ein Scheißdreck, für was die Konkurrenz war. Da habt ihr den Robert Lohr wieder gesehen, wie er leibt und lebt. Ja. Okay, die spielen gegen Bochum. Okay. Ja. Okay. Aber und was gibt's? Ja. Habt ihr denn noch ein Spiel? Nee, wir haben eine Winterpause. Wir spielen am 20. Januar wieder gegen Hansa Rostock, dann zu Hause. Okay. Und ja, also da ist. Wir wurden gerade gefragt, vorhin habe ich gesehen, als du mit Markus gesprochen hast, gibt es eine 16. Staffel? Das verraten wir nicht. Dürfen wir nicht verraten, oder was? Du meinst, dass wir im Februar wieder anfangen damit, oder was meinst du? Dann lassen wir das. Ja. Also das dürfen wir schon verraten, oder? Also wie wir sie nennen, ob wir sie 16. Staffel nennen, das verraten wir jetzt nicht, aber wir fangen im Februar wieder an zu drehen. Okay. Wir du, und jetzt sag doch mal, aber ganz Staffel kurz, jetzt haben wir natürlich berechtigterweise viel über mich gesprochen. Bist du denn, weil die Leute natürlich immer wissen wollen, was ich so mache und so, bist du denn... So schade, ich wäre jetzt so gern bei dir, ehrlich gesagt. Ich auch, ey. Du wolltest mich besuchen, aber du sagst ja immer ab. Komisch, ey. Das ist die Geschichte. Ja, erzähl mir, frag mich. Bist du denn jetzt mit allem durch? Ich war gestern noch beim Mittagsmagazin.
vom ZDF, ja. Was machst du alles? Das ist ja unglaublich. Und da warst du in Berlin, ne? Ja, genau. Ja. Da habe ich Jules getroffen. Kurz, zum Kaffee. Und, und dich hätte ich ja am liebsten mitgenommen, aber da hast du mir ja abgesagt, ja. Und ihr erfahrt jetzt nur, Robert ist ein ganz toller Mensch, auch wenn er mir immer absagt, aber er ist ein toller Mensch. Und was ich jetzt noch sage, was ich für 2000, was haben wir nächstes Jahr, 24 erwarte, es ist meine 10., meine Jubiläumsstaffel. Ich bin dann 10 Jahre dabei, da musst du irgendwas Geiles für mich, ich will eine Riesenparty von dir organisiert haben da. Mach ich. Ja? Ich mach es. Vielleicht auch nochmal ich nachts, mach's. Wirklich, ich nachts das Lied, du kannst mir ein Lied singen oder sowas. Ja? Ja, mach ich. Robert, jetzt geh du mal zu deinem Bayern-Spiel. Wir sind tatsächlich schon wieder durch. Ich weiß wer kommt nicht, jetzt? Wer als nächstes kommt? Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. Ich habe den Terminplan nicht so ganz im... aber ich sehe, der oder diejenige muss bitte eine Anfrage schicken und ich nehme sie dann gleich an. Ich knutsch dich auf beide Brillengläser und Sebastian, mein geliebter Robert. Ich freue mich sehr auf dich, ja? Ich mich auch. Wir schnacken. Schön, ciao, ciao. Zeit gefallen. Und ich drücke euch Bayern die wie nennt man das, die 10. Ja. Tschüss. Ciao. So, jetzt wird es Stunden dauern, bis er weiß, wie er wieder rauskommt. Bin ich mir ziemlich sicher. Du musst auf das Live-Zeichen, glaube ich, drücken oder so. Ah, da ist er schon draußen. Boah, guck mal, jetzt sieht man meine Katze wieder. Yeah. Uah. So, Leute, es geht Schlag auf Schlag bei uns. Ich bin gespannt, wer als nächstes jetzt hineinschaut. Ich gucke gleich mal fett, wer eine Anfrage geschickt hat. Oh, da freue ich mich besonders drauf. Jetzt kommt sie zum ersten Mal hier im Weihnachtstalk. Die hervorragende, die wunderbare oh, ich wusste es, dass du mich überrascht. Das ist ja. Schaut sie euch an. Gleich alles zerstört. Ich bin so froh, dass ich reingekommen bin. Ich dachte, ich bin der nächste Trottel, der davor sitzt. Ach, die ganze Zeit. Das hast du doch schon tausendmal gemacht. Du bist doch noch so jung. Du bist doch sozusagen Generation, wie heißt das noch? Digital Native. Internet. Sowas. Ja, weil du hast doch tatsächlich, erstmal nochmal für alle, die sie noch nicht kennen oder die sie jetzt kennenlernen werden oder die sie schon kennengelernt haben, die wunderbare, wundervolle, tolle neue Kollegin und Polizistin Viktoria Ngoze. Vielen Dank. Hallo. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Ist das toll, dass du da bist. Pass mal auf. Und zur Freude. Guck mal, ich habe natürlich in aller Geschmackslosigkeit nochmal zum Trotz. So, guck mal, die glitzert sogar. Guck mal, ich wollte eigentlich das für dich aufsetzen, aber das ist eine Kindergröße. Aber die kriegst du da auch auf den Kopf, was? Oder? So, komm, ich kann das so ein bisschen hochrollen. Ich mache das mit dem Blau, das ist super. Pass mal auf, ich kann mir noch die Haare so ein bisschen, wir können noch mal ein bisschen machen. Ich habe nämlich auch, eine bestellen. Ich kann mir meinen Strom, ja, die habe ich beim Getränkemarkt bekommen. Natürlich. Da habe ich mir eine Kiste Zero Coke gekauft und habe dann die Mütze noch bekommen. Ich finde, die Frisur ist wunderschön ist und ich würde mir wünschen, dass du die auch in der Serie trägst. Ich habe die doch manchmal, wenn der Hubschrauber hinter mir hochgeht. Viktoria, wo steckst du gerade? Wo bist du? Ich bin zu Hause in Berlin. Und ich bin heute den ersten Tag so richtig frei. Wieder oben, weil ich war jetzt, glaube ich, 3-4 Wochen krank. Das hat angefangen mit so einem fetten Auge. Ich weiß nicht, hast du Hitch, der Date-Doktor, gesehen? Ja, tatsächlich. So sah ich aus. Genau so sah ich aus. Ach du Scheiße, aber nicht Corona oder was? Nee, einfach eine langweilige altmodische Erkältung. Danach. Zum Kotzen. Das ist ja scheiße. Und jetzt bist du, und wie lange ging das? Ich glaube, es hat vor 4 Wochen angefangen. Und dann hatte ich eine Woche lang dieses fette Auge und danach war ich krank. Boah, ist das ätzend, ey. Sowas kann man ja brauchen in seiner freien Zeit. Jetzt, damit man mal ein bisschen was von dir erfährt. Du bist ja Frischfleisch hier bei uns, ja. Ganz unser Baby sozusagen, neu mit dabei. Erzähl doch mal ein bisschen, du bist jetzt, eigentlich, du hast gesagt, du wärst jetzt zu Hause in Berlin, was ja nicht ganz richtig ist. Ja, das stimmt. Eigentlich bin ich zu Hause im wunderschönen Leipzig. Aha, sehr schön. Ja. Und da bist du auch groß geworden, ja? Sprich, da war ich 18 Jahre und dann hat es mich nach Thüringen verschlagen. Sprichst du Sächsisch eigentlich auch? Ich darf nicht mehr von zu Hause aus. Mir wurde gesagt, das würde klingen, als würde ich es nachmachen. Okay. Ich glaube, ich komme wieder rein nach einer Weile. Du hast, glaube ich, auch gesagt, du hörst es manchmal raus. Ich höre das raus manchmal. Aber wenn du jetzt sagen würdest, könntest du denn Thüringisch oder Sächsisch, hast du auch Thüringisch drauf oder bist du nur beim Sächsischen dann? Ich bin dann eher beim Sächsischen. Ich kann das, glaube ich, raushören. Du hörst ja auch in Sachsen verschiedene Dialekte. Ja. Aber ich habe es nicht mehr
drauf. Ich glaube, ich muss mir mal so einen Dialect-Coach nehmen und dann baller ich mir das wieder richtig rein. Ja, das wäre sehr schön. Dann könnte man das vielleicht in deiner Rolle als Alex auch noch mal ein bisschen einbauen. Erzähl mal, wie ist es dir denn ergangen? Wie bei uns? Richtig, richtig. Kannst du mal unseren Fans ein bisschen erklären? Es war schlimm. Alle waren anstrengend. Nein, es war unfassbar toll, weil man merkt, dass ihr alle seit Jahren zusammen dreht. Das ist eine riesengroße Familie und alle sind, weil du sagst, du bist quasi unser Baby. Genauso habe ich mich da gefühlt und verhalten, weil ihr mich alle so offen und herzlich da willkommen geheißen habt. Und es war ganz, ganz toll. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe jedes Mal, ich war, glaube ich, wirklich seit 30 Jahren nicht mehr in den Bergen. Und ich bin das erste Mal da reingefahren und dachte mir, warum wohne ich in der Stadt? Was soll das? Und man muss ja auch mal dazu sagen, es war ja auch tatsächlich so, dass du, mir ging es ja damals auch so, ich bin ja ins Kaunertal, du bist ja, auch in Kaunertal eingestiegen. Ja. Das heißt, du hattest praktisch, du bist gleich hochalpin so in dieses, und das Kaunertal, für alle, die es nicht kennen, das ist ja so ein V, das ist ja wirklich so eine hochaufragende Schlucht. Entweder sag ich dir jetzt, was bei mir mein erster Gedanke war, oder du sagst mir, was dein erster Gedanke war. Wie rum wollen wir es machen? Sag du mir, was dein erster Gedanke war, weil ich glaube, dass die unterschiedlich waren. Okay. Mein erster Gedanke war, ich bin da morgens aufgewacht, bin nachts angekommen und war dann in so einer Souterrain-Wohnung mit Toilette auf dem Flur und sonst was, in so einem wirklich abgeschiedenen Ort. Und dann guckte ich raus und es wurde nicht hell. Und es war aber eigentlich schon Mittag. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, was habe ich gemacht? Wo bin ich hier? Weil ich wirklich so dachte, wenn ich jetzt hier monatelang in diesem Ding eingeschlossen, dann wusste ich hier noch gar nicht, was das für ein geiler Spielplatz dann ist oder was dann alles so auf einen zukommt und was man erleben darf. Aber war das für dich, hast du auch so Bock auf diese, bist du so eine Outdoor-Tante? Auch? Outdoor, also, ja, aber ich bin so? Halt, ich bin dann mehr Strand eigentlich. Ich meine aber Strand, nicht okay. Auto, Tante, also nicht Auto, Auto, ich bin Outdoor. Richtig Auto, Tante. Also ich bin am liebsten Outdoor mit dem Auto. Ich sitze im Auto und fahre überall lang. Ja, geil. Nee, also, aber ich bin tatsächlich ewig nicht in den Bergen gewesen. Ich habe lange auch keinen Skiurlaub gemacht und ich habe großen Respekt davor. Ich finde Berge, ich habe auch vor mehr Respekt, aber anders, weil ich mir naiverweise einbilde, ich kann von oben sehen, was unten drin ist. Kann ich natürlich nicht, aber egal. Und ich finde, Berge haben so eine Gewalt und sind so mächtig und stehen so über dir. Und gerade im Kaunertal, ich kam am Tag an, also ich habe da so eine wunderschöne weiße Landschaft gesehen und es war hell und deswegen, glaube ich, nicht so beklemmend. Und ich war eben auch zuerst im Kaunertal. Die feine Dame wurde gleich auf Rosen gebettet. Ja, ich wurde praktisch mit der Sackkarre ins Tal gezerrt, bei Dunkelheit von irgendwelchen Schergen. Und du bist natürlich auf einem Hovercraft eingedüst, gleich im Fünf-Sterne-Bus. Kann ich auch verstehen. Es ist wirklich eines Flash-Dein auch, ne? Wenn man so aus der Tiefebene kommt und dann schon so lange nicht in den Bergen war. Und du bist ja dann gleich auch voll eingestiegen, ne? Ich meine, die neuen Folgen, also deine ersten Folgen kommen jetzt morgen und ich weiß nicht, ob wir nächste Woche laufen oder ob da ausgesetzt wird wegen irgendwas. Aber im Prinzip, es kommen ja eigentlich die Folgen, bei denen du zuerst eingestiegen bist. Ja. Also das ist dann schon nochmal was dann auch, also diese mit der Kälte und mit dem Schnee, das ist dann schon körperlich nochmal was anderes. Total die Höhe auch. Ich habe das tatsächlich unterschätzt, weil wir waren an irgendeinem Punkt, ich weiß gar nicht mehr wo genau, und da dachte ich den ganzen Tag, mir ist so komisch. Warum ist mir so komisch? Und das ist tatsächlich einfach, glaube ich, diese Höhe gewesen. Das sollte man unterschätzen. Und dann noch durch den Schnee zu stiefeln und machen und tun und rennen. Und aber es macht Spaß. Da kriegt man schnell Blutgeschmack irgendwie. Guck mal, gerade kommt schon, Alex, du bist echt super. Die Alex ist so toll. Also, du wurdest schon aufgenommen in die Herzen unserer wunderbaren Zuschauerinnen und Zuschauer. Das freut mich. Und du hast ja auch eine sehr breite Rolle, so was ja sehr schön ist, dass du hast ja auch ein Kind, also ein Baby. Ja. Baby-Ben. Und wir werden ja sehen, in welche Richtung das geht, was da passiert. Es hat mir auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht, mit dir und dem Baby da zu drehen. Und was da noch so alles passieren wird. Jetzt geht's ja im Februar wieder los.
Was machst du denn hier? Wie verbringst du denn Weihnachten? Guck mal, zum Beispiel, wir reden ja jedes Jahr dann immer, frage ich die Leute, wie seid bei dir ein klassisches Weihnachtsfest? Du musst jetzt nicht ganz intim werden, aber du kannst, wie sieht bei dir ein klassisches Weihnachtsfest aus? Ich möchte dieses Jahr Weihnachten wenig Stress und Hauptsache da sein, weil ich war letztes Jahr Weihnachten, und das ist Motzen auf hohem Niveau, aber ich war kurz vor Weihnachten in New York. Da wollte ich seit Ewigkeiten hin, das war meine absolute Traumstadt, ist es auch immer noch. Und es war eine wunderschöne Woche Urlaub. Und dann bin ich am 23.12. zum Flughafen und wollte zurückfliegen nach Deutschland. Aber der Flug wurde gestrichen. Und dann saß ich bis morgens um 3, 4, 5 am Flughafen, bin, glaube ich, ich saß am 24. im Flieger. Ich krieg schon gar nicht mehr alles zusammen. Und es war so zehrend und irgendwie ist es, ja, wurscht. Deswegen dieses Jahr will ich einfach nur da sein, mit am Tisch sitzen, essen, trinken, schlafen. Und das wird, glaube ich, mit Familie ganz entspannt und schön. Warte mal. Entspannt, essen, schlafen, mit Familie. Trinken, warte mal, was trinken, passt denn nicht? Ja, viel aber das passt trinken irgendwie nicht zusammen. Weil mit Familie, entspannt und essen, schlafen, das passt für mich irgendwie nicht so zusammen. Das ist dann nicht so streng. Wenn die Familie so geballt zusammen ist, so richtig entspannt, findest du es richtig entspannt dann auch? Ich mache dann einfach, also wenn es mir zu stressig wird, dann ziehe ich mich raus. Entweder ich gehe ganz kurz oder ich trinke halt einfach mehr. Was soll ich dir sagen? Ja. Ja, das und dann wird natürlich. Dann ist es lustig. Dann wird super lustig. Ja. Das heißt, du bist aber dann bist du in Leipzig. Dann bist du in Leipzig. Ich bin Weihnachten nicht in Leipzig, ich komme dann Silvester in die Heimat. Ach so, ja gut. Aber dann ist ja Weihnachten feiern, das ist ja dann wirklich im kleinen Kreis, bei dir in Berlin dann, oder wie? Wir sind im Norden. Na gut, dann musst du ja vielleicht. Ach so, okay, dann musst du ja gar nicht so viel trinken dann vielleicht. Dann geht's ja, weil deswegen, mit Großfamilie ist es ja, natürlich immer ein bisschen anstrengend, dann irgendwie was zu machen. Ja. Und dann Januar, was machst du dann? Ich will alles wissen. Ich will ganz genau alles. Passt ja. Ich werde Januar, glaube ich, auch noch ein bisschen entspannt machen und vorbereiten und zu Hause. Ich wollte eigentlich jetzt, weil ich jetzt frei hatte ab Anfang Dezember, zu Hause mal klar Schiff machen und Sachen neu sortieren und keine, alles, was man nicht schafft, wenn man die ganze Zeit dreht in Österreich, das werde ich alles im Januar machen. Ja, cool. Und dann easy. Und dann geht's wieder los. Und dann geht's wieder los. Und wie sieht es mit deinem Ziel aus? Kannst du eigentlich richtig Skifahren? Mhm. Und hast du Bock, also ich sag mal das noch so zu intensivieren? Ich sag mal so, ich komme den Berg runter. Mhm. Wie ich da ankomme, kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe Ski- und Snowboard-Erfahrung. Ich müsste mich einfach wieder draufstellen, tatsächlich. Ja, meine, in Thüringen, da hat man ja auch ein paar Berge. Da kann man ja auch ein bisschen Ski fahren. Bist du da öfter mal unterwegs gewesen auch? Ich habe da tatsächlich versucht, Snowboard fahren zu lernen. Aber ich bin so ein kleiner Perfektionist. Und ich stand 2 Stunden auf dem Board und habe dann nicht geschafft, Kurven zu fahren. Und da habe ich mich weinend in den Schnee geschmissen. Das ist ein häufiges Bild übrigens, das man beim Snowboarden hat, dass sich diejenigen dann vor Verzweiflung, dabei ist es eigentlich, wenn man diesen Punkt mal überschritten hat, ist es relativ einfach eigentlich, ja, man muss sich nur trauen, in diese Kurven reinzugehen und dann fährt sich's eigentlich auch, dann ist es eigentlich fast leichter als Skifahren, finde ich, so vom Ding her. Ja, man muss auch einfach weitermachen und nicht nach einer Stunde aufhören und sagen, ja, wenn ich es jetzt nicht kann, dann mache ich es gar nicht. Ja. Aber das ist, okay, dann am Schluss eine ganz unverfängliche Frage. Wen machst du am liebsten von uns allen im Team? Heri. Das hat jetzt wehgetan. Heri. Hast du Heri gesagt oder Heli? Heri. Oh, den Heli auch. Den Heli. Ja, weißt du, der hättest ja auch wenigstens irgendeine Sache nehmen können und dann nicht. Aber es war sehr schlagfertig. Heri, für alle, die es nicht wissen, aber ich glaube, es wissen die meisten, ist unser Oberbergretter. Und ein ganz galanter alter Berg, der ist natürlich mit allen Bergwassern gewaschen, ja, und weiß, wie man dich bezirzt dann da. Allerdings. Da hattest du ja auch dann für die Sommerfolgen, da war ja auch dann so ein bisschen, das war ja dann nochmal so ein ganzer Schritt auf die andere Seite Sommerfolgen mit, was gefällt dir besser? Die Sommerfolgen oder die Winterfolgen? Vom Drehen oder jetzt, wenn ich sie mir angeguckt habe? Mehr vom Drehen. Ich glaube, die Sommerfolgen, die machen Spaß. Also, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie war das, dann ist noch mal mehr, dann ist alles so schön saftig und ach, ja. Österreich ist einfach schön. Das ist so schön da. Ich freue mich schon wieder auf Essen und Leute und alles. Ja, das ist super, das stimmt. Ich persönlich finde ja die Winterfolgen
ein bisschen angenehmer, weil da tut es nicht so weh, hinzufliegen. Deswegen, weil da flutscht alles besser. Das stimmt. Aber es ist so kalt. Sommer, ja, das stimmt. Aber dann friere ich lieber, als dass ich im Sommer ist es dann schon ab und zu ein bisschen aua. Aber das gehört natürlich dann auch dazu. Nein. Aber ja, also ich freue mich persönlich schon wahnsinnig, wenn wir uns wiedersehen. Das ist ja dann höchste Eisenbahn auf jeden Fall. Und wirst du noch mal irgendwo hinfahren oder sowas? Du bist ja dann öfter auch mal in London unterwegs gewesen, ne? Ich war jetzt vor kurzem in London. Das war sehr, sehr schön, leider viel zu kurz. Vielleicht mache ich das im Januar noch mal. Mal gucken. Und sag mal, noch was anderes. Du singst ja auch ständig. Du singst ja auf deinen Videos. Du hast sehr oft solche Gesangssachen. Ich bin mir da nicht so sicher. Singst du selber so toll oder sind das irgendwelche Playbacke? Willst du uns noch was vorsingen, bevor wir jetzt aufhören? Ich singe hauptsächlich unter der Dusche und ich habe tatsächlich das auf TikTok. Ich habe es auf TikTok hochgeladen. Und ich habe das damals gemacht, weil ich, wie gesagt, so ein krasser Perfektionist bin und eigentlich an Videos stundenlang arbeite. Und dann dachte ich, was ladst du einfach hoch? TikTok ist so eine Plattform, wo alle einfach irgendwas hochladen. Und dann habe ich es einfach hochgeladen, weil ich dachte, oh Gott, wer weiß, was passiert. Und es passiert natürlich gar nichts. Also ist überhaupt und dann nicht... bist du bei uns gelandet. Na, siehst du? Also Leute, wer einigermaßen singen kann, lädt sein Video einfach bei TikTok hoch und zack, kommt er zu den Bergrettern. Das ist der leichteste Weg. Vielleicht darf Alex mal singen. Vielleicht machen wir mal so eine Karaoke-Party oder sowas. Ja. Das solltest du nicht zu laut sagen. Das ist sofort drin. Das ist sehr schön. Und los. Viktoria, es war so toll. Es ist so toll, dass du bei uns im Team bist. Und es ist so toll, dass du jetzt heute Abend hier Zeit gefunden hast. Ich wünsche dir jetzt frohe Weihnachten. Das wünsche ich dir auch. Schöne Feiertage. Und entspannt. Ruhig und besonnen, dass sie so ruhig und entspannt werden, dass du nicht zu viel trinken musst. Ja, dass sie so entspannt sind. Und einen guten Rutsch. Aber wir quatschen auf jeden Fall noch zwischen den Jahren. Ich umarme dich, knutsch dir und lass es dir gut gehen. Bis bald. Schön, dass du da warst. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, da merkt man eine erfahrene Instagrammerin und Frau, die sich auskennt mit den Medien. Ich muss jetzt mal gucken, wer als nächstes bei uns an Bord ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, wer jetzt einsteigt, sonst... wer ist jetzt dran? Auf jeden Fall die oder derjenige muss mir bitte eine Nachricht schicken, eine Anfrage. Also hier habe ich, kann mal so ein paar, hallo Sebas, dann wurde Rudi gerufen. Achso, der Michael Pascha, der ist leider heute auch nicht dabei. Genauso, vielleicht ist es eine Österreicher. Entweder wollen die Österreicher uns dissen, ja, Martin Leutgeb, Michael Pascha sind die Österreicher unter uns. Und es kann natürlich sein, dass die heute uns ein bisschen mal die Grenzen aufzeigen wollen. Ich schaue jetzt mal, wer dran ist. Ich meine zu wissen, dass es... warte mal. Ich glaube, es müsste jetzt... Mal sehen, ob das stimmt. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob das wirklich jetzt richtig ist. Da ist sie wieder. Hallo, sag mal ganz kurz, brauche ich Öhrchen? Hören wir uns dann besser? Ich höre dich sehr gut, aber ich weiß, ich habe jetzt mal welche aufgesetzt, weil ich nicht weiß, ob die, ob der Ton dann besser ist. Aber wie geht's euch? Hört ihr mich gut? Ja. Ja. Aber vielleicht schreiben sie auch nur ja, weil du jetzt im Bild bist. Weil das die Bei Ton mir war es gerade so gemeint, ich musste wieder schreiben, was muss ich drücken? Habe ich in deinen Feed geschrieben. Ach so, ja. Weil ich schon wieder so da saß und dachte, wie komme ich da jetzt rein, bitte? Ja, das verstehe ich sehr gut. Guck mal, ich habe Luise, warte mal, aber ich muss mal gucken, wer jetzt, aber ich glaube, die hören dich, sonst würden sie ja nicht. Hören sie aus, wie geht's dir? Oh, du siehst gesund aus. Das heißt, ich muss mal erstmal hier mich abbauen. Ich komme gerade noch von Ausstellungseröffnungen, beziehungsweise Freunde mussten aus der Galerie raus und habe gerade alle Kinder mitgenommen und die oben ins Bett gebracht. Und ich glaube, die schlafen nicht, sondern machen eine Party. Und ich sitze hier. Was passiert in der Zwischenzeit, wenn du sagst, du hast viele Kinder, die du jetzt mitgebracht hast? Ja, meine 10 Kinder, die ich zwischendurch gekriegt habe. Ja, Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wenn es jemand schafft zu bewältigen, mit dem ganzen Stress, dann bist du das. Ja? Du bist ja eine altbewährte Managerin und Jongleurin zwischen den Welten, Familie und Kaunertal, Ramsau. Freust du dich schon wieder? Hast du schon wieder Feelings oder denkst du dir, oh, ist es gut, dass es erst im Februar wieder weitergeht? Naja, ich habe die Winterfolgen noch nicht geguckt.
Und deshalb, wir hatten in Berlin ja kurz mal Schnee und es war so wirklich, oh, und alle Freunde aus der Ramsau schicken mir andauernd Bilder vom Skifahren, vom Schlittenfahren, beim Schneemann bauen. Und wir haben irgendwie so einen Schneemann hingekriegt, der so groß war, so kleine Schneetiere, die dann ungefähr eineinhalb Tage überlebt haben. Und ich bin schon so ein bisschen auf Schnee und ich gucke ja immer nicht vorher. Deshalb schaue ich morgen die erste Winterfolge und ich glaube, ab dann kann mich nichts mehr halten. Ja, das ist... Ich finde ich auch. Die Winterfolgen sind einfach immer ziemlich geil. Das mag ich eigentlich ziemlich gerne. Ich glaube, also ich freue mich auf die, glaube ich, am meisten, weil die in meiner Erinnerung am spektakulärsten waren. Aber ich weiß es nicht. Ja, da hat es ordentlich gewumst. Ja, da hat es echt ziemlich. Ich meine, bei uns wumst ja zwar immer, aber da ist natürlich, da geht schon einiges. Der Ralle Polinski, der hat das schon drauf. Das ist unser geliebter Regisseur. Wir hatten natürlich jetzt auch zwei tolle Regisseurinnen mit der Bettina Braun und der Franziska. Das war aber. Aber die Winterfolgen sind natürlich, das ist natürlich schon sehr spektakulär, was das Wetter angeht, auch und so mit Schnee und Eis. Für uns fühlt es sich auf jeden Fall immer ganz hart an. Ja, ist es ja auch, muss man sagen. Ne? Es ist ja schon recht frisch, ehrlich gesagt. Aber bist du denn schon auf Winter? Weil ich gehe über Silvester schon wieder Skifahren. Ich bin schon wieder im Schnee. Mich lassen die Berge einfach nicht los. Ja, kann ich verstehen. Aber, Entschuldigung, ich hasse was isst Kerne du da? Und Mandarinen. Mandarine. Oh, lecker. Kennst du das? Ich hasse, wenn man morgens Orangen oder Mandarinen schält, ich liebe das. Und wenn man dann geweckt wird mit den Fingern in die weckt, Augen und dann mit den Orangenhänden und es riecht schon so nach Frühstück, nach Sonntagmorgen, weil es nach Orange riecht. Ich liebe das. Ja, das stimmt. Schade, dass ich dich nicht riechen kann. Ja, das stimmt. Aber ansonsten ja schon. Aber die viel schlimmer, da könnte ich fast kotzen, sind Kerne in mir fällt es nie an, wenn ich gefragt werde, irgendwo, was magst du nicht? Dann ist es Kerne in Mandarinen. Da könnte ich wirklich kotzen, kriege ich einen Würgereiz. So, das ist ätzend. Es gibt ja bei Die fabelhafte Welt der Amelie 5 Dinge, die ich liebe. Kennst du das? Stimmt. Das, ja. Wie sie sagt, ich stecke meine Hand in einen Sack mit Linsen, Himbeeren am Finger oder so. Und genau umgekehrt wäre 5 Dinge, die ich hasse, Mandarinenkerne sind definitiv. Ja, genau, stimmt. Das müssen wir mal und gerade der Rollsplitt überall. Oh, ja, stimmt, auch furchtbar. Sehr furchtbar. Aber aber bei mir ist Winter noch wirklich weit weg. Aber ich bin jetzt auch erst eigentlich nach Hause gekommen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt mal so... Du musst erst mal sagen, hallo zu Hause. Ja, aber wobei, ich muss sagen, jetzt waren ja ein paar Tage Schnee. In Berlin, glaube ich, auch. Ne? Mhm. War wirklich... Das fand ich schon cool. Das war so, ich finde, wenn man... Es ist ja immer, aber da erwartet man es, wenn man in einem Kaunertal ist und man hat Schnee, dann erwartet man das. Dann ist es irgendwie, wenn es kein Schnee ist, ist es komisch. Aber ich finde, wenn man in der Stadt Schnee hat, ist das schon mega cool, oder? Ja, und ich muss sagen, ich habe immer so gelacht, weil ich bin ja jemand, ich gehe joggen, egal bei welchem Wetter, ob das regnet, stürmt oder schneit, haha. Und in Berlin, die Menschen können ja nicht mehr laufen. Die rutschen dann so vorsichtig, so durch die, sieht man nicht, egal. Ja. Die laufen so rum, als ob irgendwie das Schlimmste wäre. Und ich jogge halt immer an denen vorbei. Und die gucken immer blöd. Und ich denke immer nur, naja, ist doch nur Schnee. Und meine Freunde fragen dann auch, gehst du mit Spikes joggen? Und ich denke so, nee. Mit meinen Jogging-Schuhen. Das ist ein bisschen wie, wenn in Hamburg Regen fällt und es regnet. Die Leute fahren, als ob sie irgendwie das Schlimmste, die fahren im Schritttempo dann, wenn es nur tröpfelt. Das passiert da auch relativ häufig, das stimmt. Ich musste kurz mal meinen Schlüssel ausziehen. Ich bin hier Schlüsselkind, damit ich mich nicht im Keller aus Versehen... Oh ja, sehr gut. Deine 10 Kinder oben die Wohnung auseinandernehmen und du... sag mal, du hast ja jetzt auch gerade, habe ich gesehen, das war ganz toll, du warst beim Herz für Kinder, hast du am Spendentelefon aufgelesen, richtig? Das habe ich gemacht. Das war ein ganz gottrührender Abend. Ich weiß nicht, wer das von euch geschaut hat. Da werden ganz tolle Projekte vorgestellt und ich meine, es geht um Kinder, ne? Unsere Zukunft, die am wichtigsten sind, am benachteiligsten sind, am unschuldigsten sind und nichts für ihre Situation können. Und ich war teilweise froh, dass man so beschäftigt war mit Telefonieren, weil ich hätte sonst, glaube ich, Dauer geheult oder mich fasst sowas immer ganz doll an. Aber du warst ja auch schon da, du hast das ja auch erlebt. Ja, es ist eine tolle Veranstaltung. Es ist wirklich sehr, sehr berührend und sehr tolle Sachen. Gibt's auch, also gibt eh ganz viele
tolle Projekte, auch Bild der Frau macht das ja auch, wenn sie die goldene Frau, glaube ich, heißt das, vorstellen, wo auch ganz tolle Frauen ausgehen, Frauenprojekte ja. Ich kann nur sagen, das muss ich euch nach außen auch nochmal sagen, das gibt Goldene Bild der Frau, es gibt ganz viele Stiftungen. Robert hat bestimmt heute auch schon was über seine Stiftung, die er unterstützt, erzählt. Und ich finde immer eine Sache, die euch ganz wichtig ist, die ihr da draußen zuguckt, es gibt keine kleine Spende. Jeder Cent ist wichtig. Und wenn man irgendwas übrig hat, oder ich war ganz gerührt, dass ganz viele Leute gegeben haben, von der Rente, von ihrem Taschengeld, seien es 5 Euro oder 50 Cent Taschengeld, aber die einfach bereit waren zu helfen. Und das gerade heute in der Zeit, dass wir nacheinander gucken, dass wir die anderen im Blick haben und bereit sind, da irgendwas abzugeben und nicht jeder nur noch gucken, was ist meins und hier Ellenbogen raus, ja, was irgendwie gerade so der Trend ist, war für mich in den letzten Wochen eine total schöne Erfahrung. Und kann ich euch da draußen, macht mit bei allem, wo ihr sein könnt, und schaut bitte nach rechts und links. Und ich schaue nach oben. Genau. Damit du deine Kinder noch eine Weile die Zehen genießen kannst. Apropos Kinder, ich habe jetzt noch eine Frage. Ja. Ich brauche deinen Rat, jetzt mal ehrlich. Als Mutter. Also das Christkind letztes Jahr brachte Puschel. Puschel ist jetzt nicht hier meine Jacke, die auch irgendwie so puschelig ist, sondern Puschel ist ein Hase. Das Problem nur ist, Puschel... Den habt ihr das Jahr über, habt ihr Puschel in der Wohnung gelassen und Puschel ist groß geworden. Puschel ist sehr groß geworden. So, Problem ist, Puschel soll jetzt überall hin mit. Was tue ich? Überall hin mit? Der kann nicht mit in die Ramsau, der kann nicht mit überall hin. Aber er ist kleiner als ich, aber dann sagt er mal, ich stell mein Ohr auf und dann ist er doch größer als ich. Welches Christkind, bitte bring so etwas. Omas und Opas und Tommy, ich tue sowas nicht. Mega, das sind genau die Nonsensgeschenke, die im Kopf bleiben. Daran wird deine Tochter sich immer erinnern. Und ich habe schon. Aber was mache ich jetzt? Du als Vater? Ist Puschel krank? Rufst, muss er zu Hause bleiben? Nein. Du rufst Jules an. Jules ist unser Tonmeister. Und der nämlich von der, ja genau, ich hoffe, der guckt zu. Der muss von Berlin nämlich nach Ramsau fahren oder ins Kaunertal. Und dem steckst du den einfach als Beifahrer durch. Der wird an der Grenze bestimmt angehalten und auf Drogen getestet. Aber ich fürchte, der kommt nicht über die Grenze. Ja, der Jules kommt nicht über die Grenze, aber der... stimmt, der hat ja gar keinen Führerschein, aber Puschel hat. Oder? Also Jules, by the way, we have a date. Aber du wirst lachen, Jules hat den Original schon mal von der Ramsau mit nach Berlin genommen. Hat er? Und dann kennt er ihn ja doch. Danke, und der hat ihn ja auch ganz gelassen. Also von daher kannst du ihm ja vertrauen. Oh, das ist da. Aber das ist da. Ja, aber den kannst du ja mitnehmen auf jeden Fall. Oder du versteigerst ihn hier und jetzt für einen guten Zweck und deine Tochter wird es nie erfahren. Aber dann muss ich für immer hier unten im Keller bleiben, fürchte ich, wenn ich das tue. Ja, bei mir ist es ja manchmal so, wenn ich Sachen wegschmeiße, die meine Tochter nie angefasst hat, auch bei den Kindern. Das war schon immer so. Wenn ich Sachen wegschmeiße, gehen die genau in dem Moment wieder an den Mülleimer und kommen irgendwann mit dem Teil aus dem Mülleimer, gehen sonst nie an den Mülleimer, aber kommen mit dem Dreck zurück und sagen, wer hat das weggeschmissen? Und dann wollen sie es wieder haben, ja? Und dann haben sie es. Aber woher? Und dann benutze ich die nächste. Spüren die das? Ich habe das mit gebastelten Dingen, Automaten aus Pappe, die stehen 100 Jahre lang im Regal, dann räume ich dir schon den Schrank außer Sichtweite und dann denkt man irgendwann, es ist soweit und du weißt, am Tag danach wird gefragt, wo ist eigentlich mein Popcorn-Automat? Ja. Ja, okay. Ja. Und dann kommen sie nämlich immer auf diesen Dreck dann. Und aber hier gerade ein guter Tipp, bei 90 Grad waschen könntest du das machen. Das ist finde ich eigentlich ein sehr, sehr guter... Warte, dann ist er so. Ja, und dann schleudern, genau. Sorry, warum hast du die alle da unten, die Kaninchen? Weil ich in unserem Keller sitze, wo ein Kino ist und hier sind auch ein paar Tiere, an denen man sich festhalten kann, falls es zu spannend wird, muss ich gestehen. Nein, aber Puschel habe ich extra mit runtergenommen, um dich um Rat zu fragen. Achso, siehst du, ich konnte ja hoffentlich auch überhaupt nicht helfen, scheinbar dann. Aber aber sehr, sehr, sehr schön. Du, sag mal, Sebastian, was ich dich noch fragen wollte. Ich habe deine Doku noch nicht geguckt. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ja, die ist mega geworden. Muss ich wirklich sagen. Ich bin wirklich sehr stolz drauf. Ich bin so gespannt.
Hat einer von euch, kann man die schon, nee, man, ab morgen, ab heute. Ganz in der Mediathek. Im Anschluss muss man gucken, ne? Genau, 21:15 heute im ZDF, die Terra X Doku, oder in der Mediathek kann man die gucken. Die ist wirklich sehr, sehr geil geworden. Die ist wirklich richtig schön. Und vor allem weil ganz pur. Ja. Wahrscheinlich. Ganz oder? Pur und ganz einfach und einfach mit ganz, ganz vielen tollen Menschen und, man kommt da wirklich sehr tief irgendwie rein, auch in diese Materie. Und ich glaube, du wirst da viel wiederfinden, was du selber auch empfindest oder so, was ich da eigentlich erlebt habe, was wir eben auch von den Bergrettern kennen, aber eben da ohne Backup und ohne doppelten Boden so ein bisschen. Und wie ohne das war wirklich Sauna und ohne ja. Wärmepflaster und jemanden, der angerannt kommt und einem noch eine Jacke bringt. Ja, genau. Und das ist wirklich so ein war echt ein Mega-Erlebnis. So, das war wirklich sehr, sehr schön. Das habe ich sehr, sehr genossen. Oh, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ja, kannst du jetzt? Schaffe ich heute nicht mehr. Aber gucke ich den Teil. Kannst du in der Mediathek gucken oder morgen dann auch um 22:15 den zweiten Teil. Okay, genau. Luise, das geht immer so schnell mit dir vorbei. Die Zeit fliegt. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wünsche dir eine schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber und ganz kurz, ich muss nochmal sagen, Gott, ich habe jetzt gar nicht geschaut, was ihr alles schreibt. Hallo. Und ich muss euch nochmal sagen, ich bekomme so selten meine Autogrammpost von der Agentur und allen zugeschickt. Ich habe die letzten Tage ganz fleißig da gesessen. Also wenn ihr Glück habt, kriegt ihr eine Weihnachtspost oder sie kommt vor Neujahr an. Aber sie ist seit gestern im Briefkasten. Also die Post braucht ja aber heute nicht mehr 2, sondern 3 Tage. Es wurde um einen Tag verlängert. Vielleicht klappt ihr Glück. Und ich habe ich habe ganz tolle Sachen gekriegt. Gebastelte Sachen, ganze Romane, sonst was. Aber eine Sache, über die ich sehr gelacht habe, war dann das. Das ist Autogramm. Ja, super. Geil. Nee, aber danke für alle eure Briefe, für euer Dasein, euer Zuschauen, euer, ja, einfach, dass es euch gibt, weil es euch gibt, gibt es auch uns und habt eine ganz schöne Weihnachtszeit und du auch. Küss alle deine Lieben. Ja, werde ich machen. Und wir sehen uns. Du auch. Im Schnee. Ich freue mich schon aufs neue Jahr. Tschüss, Luise. Bis gleich. Du musst raus, ne? Du weißt, du musst... Was muss ich tun? Liga. Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, du musst auf Live drücken oder so und dann verlassen. Irgendwie so, glaube ich. Okay. Ich habe vorher übrigens Markus Brandl, mein Bruderherz, angerufen und gesagt, was muss ich tun? Und ich habe es trotzdem nicht hingekriegt. Aber das schaffe ich jetzt live. Du warst ja da. Und verlassen. A bientôt. Tschüss. Arrivederci. Ja, das... war die wunderbare Luise. Es geht Schlag auf Schlag. Ich weiß gar nicht, wer jetzt kommt, aber ich kann es euch gleich zeigen. Es ist, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt Bullshit bombe, aber ich meine tatsächlich, es ist, ihr werdet sehen, die wunderbare, die einzigartige Stefanie von Posa, auch Steffi genannt, ganz kreativ. Oh, du siehst ja mega aus. Bist du, Olaf ist der Schneemann, wie heißt nochmal bei... Nee, ich bin natürlich ein Rentier. Ein ja, Rentier, das Rentier, ja. Ja, aber wie heißt es nicht Olaf, sondern Sven. Nee, doch Sven. Und Christoph Rudolf? Ist der Junge. Nee. Sven. Sven, bei, okay. bei Anna und Elsa. Ah. Ja, siehst du, das haben meine Kinder noch nicht gesehen. Elsa ist doch Sven. Ja, das ist mega. Die Eiskönigin. Aber hier, schau. Ja, da ist es doch. Das Puzzle machen wir immer. Ja, eben. Genau. Und Sven ist das Rentier. Okay. Steffi, ist das großartig, dass du da bist. Genau. Das hilft mir über den Trennungsschmerz. Das haben wir eine tolle Truppe schon. Ich habe schon mit Markus Brandl gesprochen. Ich habe alle Robert gesehen. Gesprochen. Dann hast du die Kinder so früh ins Bett bekommen. Nee, ich habe heute gesagt, hört mal, ich habe sie ganz früh ins Bett gelegt und dann habe ich mich mit den Füßen an deren Köpfe gelegt, also wir haben noch Familienbett, ja, und habe mich so andersrum gedreht und halt schon gehört zumindest hier. Mhm. Und habe einfach sehr gut. Deren Füße gestreichelt und genau. Kann man das auch ist ja machen. Perfekt. Geht's dir denn gut, sag mal? Mir geht's gut. Jetzt ist auch mein Kreislauf wieder ein bisschen hoch, weil ich finde immer, wenn man sich mit den Kindern hinlegt, dann kann man auch genauso gut einschlafen. Und ich dachte, oh Gott, ich glaube... Was heißt, da aber, kann man genauso gut einschlafen? Ich schlafe
immer ein, wenn ich das mache, wirklich. Ich komme immer eine halbe Stunde später völlig verstrahlt und aus dem Tiefschlaf wirklich und bin dann völlig zermatscht. Ja, diesmal konnte ich ja nicht einschlafen, weil ich hatte wirklich spannende Unterhaltung. Deswegen, es ging ja um FC Bayern. Ja. Übrigens hier, ich habe noch was rausgesucht. Da hast du recht. Das hier, das möchte ich dir noch sagen, das siehst du jetzt nur irgendwann, aber ich sag dir, Bären im Himmelbett, weil du gesagt hast, Schmanz, ja, das möchte ich dir ganz kurz sagen, weil ich das bei Markus gehört habe. Ich habe nämlich die coolste Nachricht, ist sehr ähnlich. 500 Gramm Quark, 125 Gramm Joghurt, ein Becher Sahne verquirlen, dann eine Packung Tiefkühlhimbeeren, wie du gesagt hast, mit bisschen Zucker mischen, muss man aber auch nicht, ich mache immer ohne Zucker. Und dann, und das ist noch das Coole, probier das mal aus, 200 Gramm Löffelbiskuit. Und dann macht man immer diesen Quark mit dem Biskuit, Quark-Biskuit. Ja, also ah, das kann ich, ja. Und es zieht dann so rein und es schmeckt so lecker. Das ist also geil, ich mache das. Biskuit mache ich, das, ich versuche, ich mache das ja auch immer ganz gerne, so Rezepte immer nach eigenem Ding nochmal so ein bisschen aufzupeppen, ne? Das mache ich mit Biskuit, das ist eine super Idee. Ich glaube, man braucht dann diese Sahne, weil das muss sich so reinziehen können. Ich glaube, nur mit Schmand könnte es sein, dass es nicht geht. Ja, ich glaube auch. Das muss dann damit es. Ich glaube, Sahne ist auf jeden Fall auch drin. Aber ich gucke da nochmal rein, was ich da nochmal drin hatte. Aber Steffi, wir haben ja 1000 Themen eigentlich, weil ist denn deine Bräune schon ganz wieder weg? Weil für alle, die es nicht wissen, Steffi war nicht Wochen, sondern man kann schon sagen, monatelang auf, wie nennt man es, war das eine Europareise, oder? Was hast du gemacht? Erzähl mal. Ja, ja, also meine große Tochter kommt ja jetzt dann im September in die Schule und ich wollte es nochmal ausnutzen, bevor sie in die Schule geht, nochmal eine längere Reise zu machen. Und wir haben so einen ganz alten Camper, so einen T5er, und mit dem sind wir losgefahren. Und also das allererste, wo wir waren, war in der Eisriesenwelt, und das zweite, wo wir waren, war der Fan-Wandertag, also beziehungsweise das Wochenende. Erinnere ich mich noch, genau. Da waren wir quasi schon auf dem Weg, und am nächsten Tag, das hast du dann nicht mehr mitgekriegt, hatte ich schon die erste Panne. Das war sehr lustig. Aber wir hatten insgesamt nur drei Pannen, und ich finde irgendwie, wenn man 2 Monate unterwegs ist und dann hat man so eine Panne, die nächste war dann in Karlovac, dann war der Bus da eine Nacht und wir haben irgendwie vom ADAC ein Hotel bezahlt bekommen. Es war total schön, weil wenn du die Zeit hast, macht das überhaupt nichts, wenn man eine Panne hat, finde ich. Es und kommt sind natürlich darauf an, was für eine Panne. So ein Motorschaden ist natürlich so, ja, bei einem Kolbenfresser, glaube ich, dann ziemlich scheiße. Aber so kleinere Sachen sind ja dann okay. Ne? Ja. Und ihr habt dann auch immer im Auto geschlafen, ja? Oder wie so ein Camper? Genau. Gehabt, oder was habt ihr gemacht? Teilweise im Auto, genau. Ein Camper für 4, also mit 4 Betten. Also so ein Hochdach. Aber so ein kleiner, ne? Also ja. Man muss jedes Mal alles umbauen. Das ist schon echt viel Arbeit, so. Und dann sind wir aber auch ab und zu in Airbnb oder irgendwo, ja, so. Ja, alles. Welche Länder hast du alle bereist? Also natürlich Österreich. Mhm. Und dann Kroatien, Montenegro, Albanien, Griechenland. Und dann sind wir mit der Fähre rübergefahren nach Italien, nach Süditalien, also nach Brindisi, und sind dann in Süditalien rumgefahren und dann wieder nach oben. Also Wahnsinn. Wirklich viel gesehen. Es war wirklich sehr schön. Was hat dir am besten gefallen? Ja, jemand schreibt, er hat meine Reise verfolgt auf Instagram. Genau. Ja. Ja, was hat mir am besten gefallen? Das war ich. Genau. Am besten gefallen. Also es kommt darauf an, es gibt einfach so beeindruckende Dinge wie Meteora. Also diese Klöster. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist einfach, also man fährt da hin und man sieht die und denkt, das kann nicht echt sein jetzt. Allein diese Felsen ohne Klöster wären ja schon Wahnsinn. Und dann stehen da noch Klöster drauf. Und lustigerweise habe ich dort Autogramme gegeben, mehrmals, und wurde angeschrieben, warst du heute in Meteora? Also da waren sehr viele Bergretter-Fans unterwegs in Meteora. Und ja, und dann haben wir halt so eine Insel, wo wir eigentlich jedes Jahr sind. Da sind wir dann noch von Piräus aus hingefahren. Das ist dann die Kletterinsel Kalymnos. Und das ist natürlich auch immer mega schön. Mhm. Ja. Wahnsinn, das ist schon echt der Hammer. Und für die Kinder, war das auch, die sind da auch gewachsen wahrscheinlich auf der Reise, oder? Hast du das dann, hast du einen Unterschied gespürt, wenn man dann wieder, als du wieder zurückgekommen bist? Also die sind in jedem Fall absolut zusammengewachsen, würde ich mal sagen. Ja, die sind ja 3,5 Jahre auseinander und ich dachte immer, oh, hoffentlich ist das nicht schon zu viel. Und ist es aber überhaupt nicht. Die spielen so wahnsinnig süß zusammen und die haben ihre schlechten Launen, ja, aber die haben sie nicht miteinander. Die zwei, die sind immer, die haben sich einfach, und das ist echt schön.
wenn man so Kinder Super. Hat, die sich gegenseitig so, die sich so lieben. Das ist ein total schönes Geschenk. Also man weiß ja nie, ob es so bleibt, aber ich würde es mir wünschen. Ja. Ja. Und sag mal, wie ist das jetzt weiter mal reisen? Jetzt bist du wieder zurückgekommen. Seit wann? Jetzt bist du seit 4 Wochen wahrscheinlich wieder da oder so. Und du führst ja auch auch trotzdem immer noch ein internationales Leben. Du bist ja auch immer mit deinem Mann in Norwegen, ne? Bist du ja auch immer. Genau, ich war noch kurz ich war ja auch kurz mit ein paar von uns bei Heidi Klum in New York danach. Ach, und stimmt, da musst du noch erzählen. Ja, klar. Oh Gott. Das habe ich total vergessen. Ja. Ja, wir waren ja noch. Also der Michael Pascha, die Luise und ich und auch die Regisseurin, Producerin und auch die Diana aus dem Büro. Also wir waren zu 6 dort und haben gefeiert und es war wirklich wahnsinnig cool. Es hat wahnsinnig Diana Spaß oder gemacht. Josephine? Nee, Diana, wer war dabei? Beide. Beide. Ah, okay, das ist ja auch. Geil. Geil. Ja. Und ja, es war wirklich sehr, sehr cool. Also es ist in jedem Fall, ich habe erst gedacht, ey, für eine Party kannst du nicht so weit fliegen, das geht nicht, auch umweltmäßig. Aber irgendwie haben alle zu mir gesagt, come on, it's once in a lifetime und jetzt mach das mal und denken, also und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich habe auch so viele Freunde in New York und habe bei einer ganz lieben Freundin gewohnt und so. Und es war einfach mega. Du sahst auf und mein jeden Outfit, Fall toll auf. Ach so, ja. Du sahst toll aus, ja. Danke. Ja, hier liegt's noch. Ich hab das natürlich. Dann zieh noch mal die Brille auf, deine KI-Brille. Oh, wo hast du die Brille jetzt? Weißt du, achso, die haben wahrscheinlich Samstag, die Kinder geschnappt gleich. Nee, ich hatte letzten Samstag, man kann sich das nicht vorstellen. Ach, hier ist sie. Schau mal. Kann ich eigentlich umdrehen? Nee. Hier. Die ist ja geil. That's it. Die ist weißt mega. Du, was ich dir da nur empfehlen kann? Die müsstest du doch jetzt eigentlich, wenn es nicht dein absolutes Lieblingsstück, als Unikat für einen guten Zweck versteigern, weil es ist im Februar, ist Karneval in Köln. Und da du ja eigentlich, du bist ja eine Münchnerin, das heißt eine Bayerin, ihr feiert kein Fasching, kein Karneval, wirklich groß, oder? Mhm. Das bist du nicht. Dann da könntest du, glaube ich, Millionen Simmen generieren für einen guten das Zweck. Das stimmt, weil das ist wirklich die Mega-Brille. Ja, das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich, ja. Ist echt eine gute und durch Idee. Diese Gläser wurden Heidi Klum schon gesehen. Ja, und vor allem Heidi Klum hat 3 Stories mit mir gemacht und ich habe es gar nicht mitbekommen. Andere haben das gefilmt und mir und dann geschickt, ey, du warst in den Stories von Heidi Klum. Ich so, what? Ja, weil ich war nämlich das war nämlich interessant, haben vielleicht, wenn man so das Kostüm sieht, ich war eine KI, ja, weil ich dachte, was macht mir so wirklich Angst gerade? Das ist einfach KI. Und ich war eine emanzipierte KI. Ja. Also ich hatte auch, das erzähle ich dir mal so in Ruhe. Da bin ich. Ja. Aber das heißt, genau, du warst jetzt nochmal in New York jetzt sogar und hast mit der Heidi und mit der Luise und mit dem Pascha und so auf der Feier. Ja. Und jetzt Weihnachten in Bayern oder Weihnachten in Norwegen? Also Weihnachten selber wollte ich ja letztes Jahr schon mal wieder zu meiner Mutter und dann hatte am 22. kam raus bei Tests, dass meine Kleine sowohl Keuchhusten als auch RS-Virus hatte. Boah, und ich musste sofort die andere auch holen. Und wir mussten uns quasi in Quarantäne begeben, 5 Tage alle Antibiotikum nehmen, obwohl sie geimpft war, ne? Also die war geimpft. Und das holen wir jetzt dieses Jahr nach, dass wir zu meiner Mutter fahren, weil das können wir nicht. Das geht ich hatte ohne. Vor ein paar Jahren auch Keuchhusten. Ja. Und hab's nicht geglaubt, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht gehabt, weil ich hatte brutal gehustet und habe gedacht, Mensch, ist ja hartnäckig. Aber ich war geimpft gegen Keuchhusten. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Das ist ein Impfdurchbruch. Und dann kam eben raus, vor allem auch deswegen, weil die wegen der starken Nebenwirkung haben die, glaube ich, das ein bisschen runtergesetzt von der Dosierung und dadurch kommt es dann eben häufiger zu Vorfällen, dass man das bekommt. Okay. So, also das war das, was man mir erklärt hat. Aber aber das ist natürlich, ja, scheiße. Also dieses Jahr holen wir das nach und dann fliegen wir am 27. dann nach Norwegen. Und am 28. hat mein Freund, der Torbjörn, Torbjörn Öcklan, könnt ihr euch merken, hat jetzt seine erste Solo-CD rausgebracht, sein Solo-Album. Und aber alle Lieder auf Norwegisch. Und er hat ein Konzert dann am 28. Irgendwie in diesem großen Konzerthaus in Haugesund. Falls jemand zufällig da ist, ne? 28. Dezember, Höllgesund. Und da singen wir auch ein Duett zusammen. Ich bin schon sehr aufgeregt. Nein. Weil ich immer Angst habe, dass mir so die Sprache verschlägt. Also die Stimme, weil es doch sehr anrührend ist. Da bin ich, das wird spannend. Oh, das ist ja toll.
Toll. Das ist ja super. Mach doch da so einen Livestream irgendwie, dass man sich das angucken kann. Kann man das nicht, dass man das irgendwie bei Livestream irgendwie gucken kann, bei YouTube oder bei Instagram oder sowas? Dann soll es. Wie ja noch mehr Schiss. Kann ich bin doch ja jemand... ganz froh, wenn es nicht. Ja. Vielleicht filmen und dann. Und dann stellst du es hoch. Musst du unbedingt machen. Ich will das auch sehen. Auf jeden Fall. Sag mal. Aber wir haben das nicht schon aufgenommen im Studio. Also es gibt es schon. Es ist aber noch nicht veröffentlicht. Also das wird unser allererster Auftritt sozusagen. Mein, ist das aufregend? Ja. Super. Das ist ja der Hammer. Das heißt, da hast du ja wirklich, bis es wieder losgeht im Februar mit den Bergrettern, jetzt eine aufregende Zeit vor dir. Ja, also wir bleiben auch länger. Also wir bleiben bis, weil wie gesagt, Tochter noch nicht in der Schule, nutze ich natürlich noch aus und wir bleiben bis 22. dann in Norwegen. Und ich hoffe auch mal Nordlichter zu sehen. Ich habe gerade gesehen, dass jemand gefragt hat. Ich habe noch nie welche gesehen, aber die kommen ja jetzt immer südlicher. Man sagt hier schon in Berlin, sieht man sonst. Und ich hoffe, sie zu sehen da auf der Höhe, auf der wir sind. Das ist ja so das die Oslo-Höhe, Oslo-Höhe. Wünschen wir dir alle. Ich habe mal auch welche gesehen, das Glück gehabt. Also deswegen, ich drücke dir die Daumen, das ist wirklich ein außergewöhnliches Erlebnis. Und ich umarme dich. Hey, und freue mich, dass du da warst. Alles Gute für die Doku. Ich gucke die mir nachher an. Ich habe sie noch nicht gesehen. Geil. Ja, Sebastian, großartig. Sehr lobend. Schöne Weihnachten. Ja, danke dir. Gut, ich umarme dich, Steffi. Bis dann. Tschüss. Ja, super. Das war die großartige Stefanie von Posa, die sich netterweise dazu entschieden hatte, auch aufzutauchen. Es geht bei uns Schlag und Schlag weiter. Es kommt auch wieder ein paar hervorragende Special Guests. Es werden auch nachher noch ein paar hervorragende Leute kommen. Unter anderem begrüße ich jetzt einen Herrn aus der Vergangenheit, weit weg, aber doch so nah, der Wunderbare, der Wundervolle, der gut aussehende, intelligente, einzige Österreicher, der heute bei uns auftaucht, der wunderbare Ferdinand Seebacher. Ich grüße dich, alte Wurschtau. Du bist heute der einzige Österreicher im Programm. Ist das nicht was Feines? Was ist mit dem Pascha schon wieder? Ich weiß es nicht. Der hat viel zu tun. Der ist immer busy. Der Michel ist einfach immer busy. Das kann man einfach nicht anders sagen. Das ist, du bist auch sehr busy. Ich weiß nicht, wir haben nicht drüber gesprochen, ob man drüber reden darf, aber du bist natürlich seit diesem Jahr besonders busy. Zwinker, zwinker. Darf man da was sagen? Ist das was Bekanntes oder ist das was ganz Unbekanntes, Zwinker, Zwinker? Es ist was ganz Unbekanntes, Zwinker, Zwinker. Weiß ich nicht, inwiefern man es weiß, aber ich halte mein Privatleben sehr privat so. Und darum weiß man das nicht offiziell, sage ich mal. Aber ja, also, ich bin busy. Du bist sehr busy auf jeden Fall. Es steht dir sehr gut, weil du siehst gut busy aus. Das ist sehr schön. Doch, wo bist du? Bist du in der Besenkammer oder ist das so ein ganz besonders geschnitten? Ach, das ist der Topf. Nee, das ist mein außerirdischer Schutzhelm. Ah, das zählt sich manchmal ist auf. Ist das ein Wok? Das ist ein Wok. Aber ein Edelstahlwok oder was? Edelstahlwok, hier gibt es nur Edelstahlwok, hör mal. Aber brennt das da nicht alles an, sag mal? Ich merke schon, dass wir müssen es mal so. Es gibt bei Edelstahl hier den. So, jetzt schmeiße ich hier auch noch das Brett um. Es gibt ja beim Edelstahl den Trick, dass man das richtig heiß machen lassen muss. Und dann kann man testen, wenn man dann Wasser drauf träufelt und das Wasser so in Perlen herumspringt, dann ist es nicht mehr klebrig und dann kann man richtig gut drin braten und es ist besser als Teflon. Angeblich. Ach so. Mhm. Kannst du das bestätigen? Weil ich kann das nicht bestätigen. Ich bin jetzt auch ein bisschen abgelenkt gewesen, weil jemand geschrieben hat, der Ferdinand Seebacher ist Österreicher, dann hat er es aber gut versteckt. Nein. Doch, hat jemand geschrieben. Ja. In 4 Jahren nicht mitbekommen, dass ich Österreicher bin. Das freut mich natürlich sehr, wenn man das nicht mitbekommen hat. Das ist wirklich gut. Ja. Geht's dir denn gut, sag mal? Mir geht's hervorragend. Es geht mir richtig gut. Wir haben uns ja dieses Jahr nicht sehr viel gesehen, muss ich sagen, leider. Ich könnte fast sagen, haben wir uns gesehen. Haben wir jetzt nicht. Du wolltest in die Ramsau kommen, da war ich aber wieder weg. Da warst du einmal weg. Ne, einmal haben wir uns doch kurz gesehen, oder nicht? Ach so, stimmt. Ich weiß es. Du warst einmal am Set, doch. Ich war einmal am Set, aber einmal haben wir uns gesehen. Genau, einmal. Also es ist eigentlich eine Schande, dass wir uns in dem ganzen Jahr nicht so oft gesehen haben. Was ist, es ist irgendwie, ich dachte auch, dass ich mehr in,
in Schladming, Gramsau und Umgebung sein würde, aber am Ende war es dann doch nicht so. Ich habe dir gesagt, du bist herzlich eingeladen, ins Kaunertal zu kommen auch, ja? Also wenn ihr Ferdinand sehen wollt, kommt ins Kaunertal vielleicht, vielleicht schaffst du es da ja? Ja, ich habe mir das auf die Liste geschrieben und ich hätte da richtig große Lust zu, rauszukommen. Und solltest du mal ein Wochenende nicht nach Hause düsen zu deinem Lieben oder auch unter der Woche, können wir mal ein paar Spuren im Schnee ziehen. Absolut. Das wäre ganz, das ist großartig. Es wäre ganz schön. Leute, wir geben euch ein bisschen so, das ist so ein bisschen so intern Einblick, so wie wir bei uns so kommunizieren. Das ist nämlich total exklusiv, was wir hier machen. Sonst hat man ja nicht die Gelegenheit. So sowas, ja. Bist du denn schon Ski gefahren dieses Jahr? Ja, ich habe am Wochenende, am Samstag, meinen ersten Skitag und für mich die Skisaison eröffnet. Für mich ist es ja so, nachdem ich da ja in den Bergen groß geworden bin, ich kann erst dann Skifahren gehen, wenn wirklich Schnee liegt. Ich hasse das, wenn es rundherum grün ist und dann Skifahren, das ist für mich, das ist, weiß ich nicht, ich kann keinen Vergleich ziehen. Kann ich aber verstehen, geht mir auch so. Ja, ich mag das nicht. Das muss weiß sein. Ja. Und wir hatten in den letzten Jahren ja eher, das wird wahrscheinlich ja auch in deiner Doku, die ich mir übrigens auch unbedingt angucken werde, vermutlich auch thematisieren, in den letzten Jahren war es ja mit dem Schnee ja durchaus irgendwie Mangelware. Ja. Und so war vor Weihnachten, diese weißen Weihnachten haben wir schon länger nicht mehr erlebt. Und dieses Jahr hatten wir das Glück, dass es wirklich tiefster Winter war. Und so habe ich am Samstag die Skisaison für mich eröffnet. Es war mega. Aber ich muss sagen, immer so erster Skitag, auch wenn ich es gewohnt bin, aber ich schwöre das am Sonntag. Ich bin am Sonntag nochmal Skifahren gegangen und ich war nach einer Stunde, habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir auf die Hütte, weil das war's, weil ich spüre den Vortag. Nein, wirklich. Es ist irgendwie. Wirklich? Hast du also Muskelkater gehabt auch, oder wie? Also nicht direkt, wenn ich gesessen bin, aber ich habe es einfach dann beim Skifahren selber gemerkt, okay, es geht mir die Kraft, das ist einfach. Skifahren beansprucht eine Muskulatur, die man sonst nicht so wirklich verwendet und das geht dann auch mir so, dass die ersten zweimal Skifahren ist dann trotzdem anstrengend. Ja, das ist so. Wie Denken, das ist ja auch eine Muskulatur, die auch anders funktioniert. Und da habe ich immer Muskelkater, wenn das geht mir immer so. Aber sag mal, apropos Ramsau, warst du beim Robbie Williams Konzert? Ich hätte Karten gehabt, ich wäre eingeladen gewesen, aber ich konnte nicht. Ich war in Osttirol zum Drehen und konnte nicht weg und es hat mir ziemlich angekotzt, weil ich so, nachdem ich ja da im Tourismusverband Hin zur Kunst kenne und so, hatten die mir dann so Friends und bla 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 und das wäre dann quasi auch Backstage und da hätte ich eventuell die Chance gehabt, den Robbie Williams kennenzulernen, was natürlich schon ein Highlight gewesen wäre, aber leider, ich konnte nicht. Ja, so. Scheiße, ja, das ist schon schade. War bestimmt, hast du gehört, wie es war? War bestimmt mega. Genau, oder? Es waren beide Tage, wo es lief ein bisschen schleppend an mit dem Verkauf, irgendwie habe ich gehört. Und am Ende war es aber dann so, dass beide Tage voll ausverkauft waren. Das einzige Problem, es war ja dann dieses Schneegestöber und es sind da ganz viele Leute stecken geblieben und konnten tatsächlich nicht nach Schladming fahren, um sich das Konzert anzugucken. Das ist krass. Das war richtig bitter. Also da sind, ich weiß es nicht in Zahlen, aber es dürften dann viele nicht gekommen sein. Aber am Donnerstag war die Stimmung gut, allerdings saukalt und die Leute waren dann ein bisschen so schockgefroren. Und am Freitag war sie wohl richtig Bombe und sind richtig abgegangen. Da war es auch ein bisschen wärmer. Hat der zwei Konzerte sogar gegeben, oder was? Der war am Donnerstag, dem 7. und am Freitag, dem 8. Ja genau, Donnerstag und Freitag. Zwei Konzerte, zwei Shows mit je 15.000 Zuseher oder so irgendwas. Krass. Und wie viel sind bei so einem, beim Weltcuprennen, wie viel sind da? Naja, also das ist jetzt, seit vor Corona waren es bis zu 50.000 Zuseher. Warum warst du eigentlich noch nie beim Nachtslalom da? Am letzten Dienstag im Januar. Also das ist jetzt am 22., 23. irgend sowas. Ich würde da wirklich auch eigentlich mal kommen. Es kann oft auch sein, dass halt bei mir natürlich, dass ich dann so immer alles so kumuliert, bevor es dann wieder losgeht mit dem Drehen. Und das ist oft halt, das kostet mich dann doch immer so zwei Tage, so eine Veranstaltung. Ja. Aber interessiert, vor allem mit dir da mal abzuhängen, ist bestimmt mega geil. Also, weißt du was? Bestimmt,
das ist ja, das machen wir jetzt hiermit aus. Ist jetzt für dieses Jahr natürlich schon leider zu knapp. Außerdem kann es sein, dass ich am Nachtsalom selber gar nicht dabei sein werde. Du musst ja mitfahren. Ich muss ja mitfahren. Also. Ich muss mitfahren, halt, Entschuldigung. Irgendein Österreicher muss ja mal einen Weltcup gewinnen dann. Okay? Ach, oh Gott, ey. Aber für nächstes Jahr machen wir uns das aus. Und dann checke ich, dass du mit reinkommst. Nicht da irgendwo auf der Tribüne, sondern da werden wir dich dann einspannen für eine Funktion und wirst du akkreditiert und dann kannst du mit mir im Zielraum rumkugeln. Das ist ja geil. Und der Felix Neureuther ist da, glaube ich, auch immer da, oder? Ja, der ist Kommentator für den Bayerischen Rundfunk. Und das machen wir. Für nächstes Jahr. Marco Büchel auch? Ich kenne tatsächlich. Ja, du kennst den Marco auch. Ich kenne den ja auch. Das machen wir. Das machen wir. Für 2025 hier mit digital abgesprochen, Handshake drauf, machen wir aus. Da kommst du nach Schladming zum Nachtslalom. Und es ist ja dieses Jahr auch wieder, nachdem letztes Jahr Garmisch-Partenkirchen den Riesentorlauf abgeschossen hat, weil ich weiß nicht, ich hatte Schneemangel, ich weiß nicht, was los war, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, haben wir es spontan übernommen und das bleibt jetzt. Das heißt, wir werden am Dienstag den Riesenslalom haben und am Mittwoch den Nachtslalom. Das heißt, du bist dann für 3 oder 4 Tage in Schladming und kriegst das Skifahren ab. Das ist ja geil. Und das ist schon ein Erlebnis, ne? Ja, es klingt sehr gut. Da geht's ja wirklich auch ab wie Sau, ne? Das ist schon immer 50.000 Leute. Das Ding ist ja so ein Hexenkessel. Das ist ja so kompakt und so viele Leute auf einem Fleck. Und wenn du da unten im Ziel stehst und also zu den Zeiten, wo wir Österreicher noch glorreicher beim Skifahren waren, momentan ist es ein bisschen, also wir gewinnen auch, das will ich jetzt nicht sagen. Natürlich. Nee, also, aber wo es so diese, vergleichsweise Michael Schumacher des Skisports, die haben wir halt momentan so in der Form. Nicht anyways, aber als dann so die Österreicher, wenn die da runterfahren und dann leuchtet es grün auf und wenn die dann getragen werden von den Leuten ins Ziel runter, die Skirennläufer, und dann leuchtet es unten grün auf und die sind am ersten Platz und die ganze, das ist der Wahnsinn. Der kocht dieser Kessel und das kann man sich nicht vorstellen, wie mega das ist. Das musst du mal erleben. Für nächstes Jahr 2025 hiermit abgesprochen, musst du unbedingt dir Zeit nehmen. Letzter Dienstag und Mittwoch im Januar. Super. Gleich mal sperren und eintragen und dann kommst du. Auf jeden Fall. Das hört sich sehr geil an. Sag mal, was noch mal viel wichtiger, also da bin ich dabei, und vermisst du uns? Vermisst du die Bergretter ein bisschen? Ah, da muss ich fast ein Tränchen verdrücken. Ja, ich vermisse euch. Tatsächlich. Also das muss ich schon gestehen und es ist auch so schön, jetzt gucken auch die Fans zu. Ich sage immer, ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die ich bekomme, und es hat mich sehr bewegt, dass so viele geschrieben haben, wir vermissen dich bei den Bergrettern und wann kommst du wieder und es war eine, sage ich mal, eine Berufsentscheidung, die ich getroffen habe, keine Emotionsentscheidung, weil wenn ich die Emotion da entscheiden hätte lassen, wäre ich nicht gegangen, weil ich muss schon sagen, ich habe davor und danach nie wieder mit so einem tollen Team und mit so tollen Kollegen gedreht wie mit euch. Und das sage ich jetzt nicht, um Bauch zu pinseln und schmeicheln zu wollen, aber es ist so. Es hat so derartig viel Spaß gemacht, da zu drehen, und es ist so ein Zusammenhalt innerhalb des Teams und innerhalb der Kollegen, wie man es selten sieht und in dieser Branche selten sieht. Und auch in der jetzigen Zeit, wo es beruflich auch, sage ich mal, in unserer Branche immer schwieriger wird und so der Konkurrenzkampf und so weiter. Und dass da so ein Zusammenhalt und eine Freundschaft entsteht, das ist nicht selbstverständlich. Und das vermisse ich sehr. Und ich vermisse euch tatsächlich sehr, weil ich euch in den 4 Jahren seitdem ja schon ans Herz gewachsen. Ja, also das kann ich alles 1:1 wiedergeben, und auch, dass du die Lücke da gerissen hast, auch einfach dieses Zusammenhalt, und wir werden alle mal an den Punkt kommen, dass es irgendwann geht, alles mal zu ändern und so, aber das ist ein wahnsinniges Glück und wahnsinniges Erlebnis, dass wir da miteinander erleben und haben dürfen, und ein unglaublicher Abenteuerspielplatz, der echt irre Spaß macht. Ja. Volles Privileg, da in so einer Truppe, in so einem Format dann drin zu sein, das ist schon, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Und ja, ich vermisse euch, wirklich. Das wollte ich hören. Ich wollte ein bisschen hier in der Wunde bohren. Das ist doch schön, haben wir das geklärt. Wir vermissen dich jetzt auch. Jetzt aber Gegenfrage, vermisst ihr mich auch? Sag ich ja, natürlich vermissen wir dich, natürlich. Ich meine, du hast da wirklich in der Zeit, da wo es da auch so Gas gegeben und deine Spuren hinterlassen und einfach großartiger Schauspieler, großartiger Kollege, das natürlich. Das ist
Natürlich haben wir das. Ja. Aber wie gesagt, wir sind ja immer noch in Kontakt, ja, und alles. Und das ist wirklich schön. Jetzt mal so noch mal kurzfristig, ja, wie sieht's bei dir mit, was ist mit dir mit Weihnachten? Was, bist du in der Ramsau oder bist du, also vertrittst du uns da in der Bergrettungszentrale oder bist du in mit Wien? Mit einer Kerze angezündet und ja, so einem kleinen, genau, Christbäumchen sitze ich da alleine in der Bergrettungszentrale. Nein, weder noch. Ich bin weder in der Ramsau noch in Wien. Ich bin tatsächlich in Berlin. Also gar nicht so weit weg von dir. Oh. Wir sind in Berlin über Weihnachten und dann am 29. fahre ich da tatsächlich nach Schladming und sind dann zu Silvester, weil es ein bisschen ruhiger ist als in der Stadt, dann tatsächlich in Schladming und sind da über Neujahr und fahren dann im neuen Jahr wieder zurück nach Wien. Aber ja, Weihnachten jetzt in der großen Stadt Berlin beziehungsweise am Land in Brandenburg. Das ist geil, aber ich meine, das stelle ich mir wirklich, Silvester in den Bergen stelle ich mir total geil vor. Oder? Ja, das ist doch bestimmt, ich habe das noch nicht gehabt. Auch das wäre mal eine Gelegenheit. Du bist so lange dabei und du kennst die Gegend. Wir machen am 31. Fahren wir dann nachmittags um 4 die Hochwurzen hoch, gehen rodeln, machen dann Zwischenstopp bei der kleinen Gottelhütte, heißt die. Kleine Hochwurzenhütte, essen da Ritterl und Süppchen und Zeugs und fahren dann um, was weiß ich, 18 Uhr, 18:30 Uhr dann, wenn die Rodelbahn beleuchtet ist, dann nachts runter und dann und sind dann am Abend quasi noch am Berg, wenn die Raketen gezündet werden. Aber dann fahrt ihr da stramm wie die Haubitzen runter oder was seid ihr dann? Das ist ja selbstverständlich, kein Problem. Oh Mann, ey, da beneide ich dich. Es ist leider schon wieder vorbei, Ferdinand. Ich umarme dich und knutsche dich und ich drück dich danke dir, dass du da warst. Ja, danke dir. Alles, was ich kenne. Mach ich und all the best. Schöne Weihnachten. Genieß die Zeit und rutscht dann gut rüber und wir sehen uns im neuen Jahr. Ferdinand, hau bis bald. Rein. Du auch. Ciao. Danke, dass du die rot-weiß-rote Flagge hochgehalten hast bei uns. Wahnsinn. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Das war der Ferdinand, der Wunderbare. Und wenn ich mit Ferdinand rede, dann muss ich natürlich auch mit der Wunderbaren, der gut gewachsenen, wunderschönen, intelligenten, tollen Schauspielerin, Kollegin und was soll ich noch sagen über sie? Es gibt keine anderen Worte. Es ist Maxi Warvel. Hi. Hallo. Warte, ich habe jetzt getan, als ob ich wollte jetzt eigentlich irgendwie ein bisschen verblüfft tun, wenn ich dich sehe, aber es kann ich ja nicht, weil ich wusste ja, dass du dran bist, ja. Und wir haben uns ja gerade erst gesehen. Ja, wir haben uns ja gerade erst gesehen. Tatsächlich so, deswegen frage ich mich ehrlich gesagt auch schon die ganze Zeit, was soll ich mit dir reden, 15 Minuten lang? Wir waren ja gerade erst essen und haben uns ausgetauscht. Ja. Was machen wir jetzt? Ja. Wir können auch einfach, also ciao an der Stelle dann auch, ne? Ja, oder du bleibst einfach noch dran, ja? Komischerweise, die Zuschauer zahlen schnell nach oben, wenn du da bist, was ich jetzt krass, ne? Also, nein, du bist nett, aber ist jetzt auch nicht, ja. Vielleicht ist es auch noch, weil Ferdinand vorher noch da war und die Leute schalten auch schon jetzt alle. Guck mal, jetzt gehen sie alle schon wieder. Ach, was soll man machen? Ja. Leute, kommt, bleibt dabei. Es ist Maxi. Wie geht's dir? Du siehst blendend aus. Das ist wirklich. Ja, das ist, warst du im Urlaub? Nein, das ist das Ringlicht, weißt du? Hast du eine neue Hautcreme? Hast du irgendwas gebotoxt, hast du, nee. Es ist Wahnsinn. Also du hast dich nicht verändert. Ja, es ist alles beim alten. Aber du siehst fröhlich aus, dir geht's gut. Das habe ich ja auch den Gesprächen nach. Ist ein bisschen dunkel. Bist du im Brandenburger Land irgendwo das oder ist es hinter dir? Vor, ja, ich habe hier so eine schwarze Wand. Sieht man mich nicht gut? Nee. Muss ich das Licht heller ehrlich machen? Gesagt, ich habe jetzt so viel geschleimt. Ich finde, ich kann da ein bisschen Kritik äußern. Ich meine, guck dir mal an, ich habe hier hinten so Leuchtzeug. Yes. Ich habe Kerzen angemacht. Ich habe einen farbenfrohen Pullover, ich habe wirklich mit der Mütze alles gegeben. Und beim letzten Mal hattest du, wenn ich erinnern darf, du hattest diesen riesen Hut auf, du hattest ein Weißweinglas in der Hand. Die Zeiten sind vorbei. Schöne,
gemütliche Stimmung. Und jetzt sieht es ein bisschen aus, als ob du irgendwo dich eingegraben hättest. Nee, ich bin an der gleichen Stelle. Du kannst froh sein, dass ich mir die Haare noch gewaschen habe. Das mir aufgefallen. Also deswegen, ich habe mich wie auch letztes Jahr, es wirkte nicht so, aber aus meinem Jogginganzug rausgeschält und mir mal ein bisschen die Haare gewaschen und irgendwie mal Make-up aufgetragen. Trockenshampoo rein. So. Trockenshampoo wollte ich so nicht sagen. Ist auch viel ökologischer, weißt du? Also ich habe natürlich, ich habe so ein Öko ohne FCKWs, klar. Also ohne. Ohne ja, alles. Ohne alles ja. Einfach. Ich mache Mehl. Mehl, das ich mir dann immer so in die Ansätze, weißt du? Das gute alte Bio-Weizenmehl, ja. Hast du alles schon fertig für Weihnachten? Hast du das Holzspielzeug schon gekauft? Und, Ja, ich hab's selbst geschnitzt. kaufst du noch? Na, ich mache auch alles selber, natürlich. Also wirklich alles. Ich batike, ich häkel, ich stricke. Ich habe sogar die Wolle selber gesponnen. Ja. Gewachsen, am Körper wachsen lassen. Das ist übrigens mein Lieblings. Diese Schafe, kennst du die? Hast du die in Neuseeland, wenn ein Schaf weggelaufen ist und dann nach 2 Monaten und nach 2 Jahren wiedergefunden wird, dieses arme Tier hat, kennst du, musst du mal eingeben im Internet. Mach ich sofort. Die haben tonnenweise, weil die sind ja gezüchtet, die verlieren, wachsen, die haben ja keinen Fellwechsel. Oh Gott. Das wächst wie bei Rastafaris und die haben da hunderte von Kilo Wolle und wenn es da noch regnet, das ist wirklich so geil. Irgendwann also können die sich quasi gar nicht mehr bewegen, so stelle ich mir das vor. Ja. Die liegen dann nur noch so. Sie werden dann Lachen, auch gefunden. Ich liebe dein Lachen, du bist also immer noch fröhlich, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir vermissen dich auf jeden Fall sehr. Ich vermisse euch auch sehr. Ja. Wirklich? Ich dachte deswegen, ein Weihnachtsfest, ein Bergrettungs-Weihnachtsfest, ohne, auch wenn du in der Schlucht verschwunden bist, im Wasserfall ersoffen bist. Na, wurde ich jetzt gefunden oder nicht? Ich weiß es ja immer noch nicht so richtig. Ich habe meinen Finger mit Rouge Brutal. Nee, wie hieß dein Nagellack nochmal? Rouge. Jessie kommt dann so wieder, oder was? Ich habe mehrere gefunden, ja. Also, okay, also sowas dann? Oder? Nee, wie hieß das nochmal? Hieß das Rouge Brutal? Entschuldigung. Wie hieß nochmal der Nagellack? Rouge Brutal, der, oder? Ja, der hieß Rouge Brutal, genau. Nee. Hieß der wirklich? Ja, ne? Ja, wirklich. Ja. Hieß der wirklich. Ja, jetzt, wenn man sich so drüber nachdenkt, das ist ein bisschen absurd. Aber ich glaube, der hieß wirklich Rouge Brutal. Der hieß wirklich Rouge, oder was sagt man im Französischen? Rouge Brutal. 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 Ruhig brutal. Was treibst du? Was machst du? Ich jetzt gerade nicht mehr so viel. Ich warte quasi auf Weihnachten. Ich muss gar nichts vorbereiten tatsächlich, weil es so ist, dass wir bei meiner Schwester feiern. Mhm. Alle zusammen. Also wir kochen einen Gulasch. Oh, guck mal, da wird jetzt hier schon, Jessie wurde gefunden und auch beerdigt. Naja, gut. Siehst du, ihr seht, ja, gefunden. Ich gucke es nicht mehr. Ich habe aus Traumagründen habe ich es dann einfach nicht mehr geguckt, tatsächlich. Ja. Aber du siehst, unseren wohlgeneigten Fans und Zuschauern entgeht nichts, ja? Nee, denen entgeht nichts. Zieh mal wieder, guck mal, ich habe aber auch du schon. Du weißt, was das ist. Du hast ja keine Ahnung von Fußball, deswegen bringe ich dir jetzt Ahnung was von bei. Fußball, aber ich will die Fans nicht so langweilen. Ich habe nämlich das Gespräch mit Robert verfolgt und dachte mir so, den Fehler mache ich nicht. Jetzt mit ihm hier über Fußball zu palabern, 15 Minuten lang. Probier es mal, Dude. Auf keinen Fall. Aber natürlich kannst weiß du, ich. Ja, was denn? Was ist das? FC Nürnberg. Sehr gut, du hast Ahnung vom Fußball. Sehr gut, das schätze ich sehr an dir. Das ist ja auch dein absoluter Lieblingsverein. Ja, kann man das nicht mitkriegen. Ja, also. Ich brezel es auch jedem auf die Birne, ob er es hören will oder nicht. Von daher. Es sind auch die meisten total genervt schon von mir, aber ich ziehe das durch. Du ziehst, und das finde ich super. Du weißt ja, mein Humor ist ja wenn keiner mehr lacht, mache ich immer noch weiter Witze. Ja. Bis man dann finde ich es besonders lustig. Das ist wie unsere Lachflash. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich nenne dich ja auch ganz liebevoll. Wie nenne ich dich, Sebastian? Ja, den Pöbelströbel natürlich. So ist es. So mir macht es ja am meisten Spaß, wenn die Stimmung besonders angespannt ist. Ja.
dann weiter Witze zu machen, weil ich finde, da entstehen die lustigsten Momente und dann könnte ich mich auch wegschmeißen immer. Ja, also, ich auch. Immer sehr geil. Ja, eben, genau. Deswegen lachen wir auch immer als Einzige am Set und die anderen sind dann völlig genervt irgendwie. Ich glaube, auch jetzt wahrscheinlich sitzen die ganzen Leute sitzen völlig konsterniert vor dem Bildschirm und können wie beim Autounfall sich nicht entscheiden, ob sie wegdrücken sollen oder weiter unserem bescheuerten Gelache zuhören können. Ich glaube, manchmal war es tatsächlich ein bisschen anstrengend für das, überhaupt Team. Nicht. Nein. Ich glaube schon. Aber wenn wir beide zusammen weißt du, waren, das war schon... Nein, gar nicht. Ich würde dir sofort, wenn ich deine Haare sehe, ich muss immer gerade an dieses, in den 80er Jahren gab es auch diese Drei-Wetter-Taft, ja. Wie hieß das immer, würde ich dir sofort einen Werbevertrag geben, weil das flattert Köln. Da im Wind, dein Haar, Köln, der Wind bebt, Berlin, die Sonne brennt, Hamburg, der Regen fällt, Drei-Wetter-Taft, das wäre genau das Richtige für dich. Ja, ich mache auch. Bist du irgendwo, wo es Wind hat gerade? Ja, genau, denke ich mir auf jeden Fall. Ich schmeiß die immer so von links nach rechts, damit die diese Fülle so behalten. Das sieht aber super aus. Ich weiß gar nicht, gibt's Drei-Wetter-Taft überhaupt, doch? Taft gibt's, glaube ich. Heißt das immer noch Drei-Wetter-Taft? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die Firma hieß ja gar nicht so, sondern nur das Ding, ne? Ich glaube. Ja, kann sein. Ich glaube. Siehst du jetzt schon wieder? Stimmt, das kann sein. Aber apropos Geschenke und Ding, kannst du mir jetzt verraten, was schenkst du deinem Mann? Weißt du das jetzt schon oder schenkt ihr euch gar nichts zu Weihnachten? Doch, weißt du, wir wichteln und also die gesamte Familie wichtelt. Das heißt, man muss nur ein Geschenk besorgen. Also abgesehen von den Kindern. Ja, ist geil, aber abgesehen von den Kindern natürlich, die sind ausgenommen quasi aus dem Wichtelzirkus. Und ich habe meinen Mann gezogen, aber ich werde jetzt natürlich nicht verraten hier, was ich ihm schenke. Aber das wird er doch gar nicht, der guckt doch nicht heute, oder? Du, man weiß es nicht. Also das Risiko gehe ich nicht ein. Und was wolltest du ihm holen und hast es nicht geholt? Dann können wir mindestens da mal. Was wollte ich ihm holen? Nix. Ich habe das geholt, weil ich war froh, dass ich eine Idee hatte. Eine Gitarre? Was soll man jemanden... Nein. Er ist ein großartiger Musiker. Ja, aber der hat 8 Gitarren oder 10 oder so. Was ist das? Ich wollte jetzt auch keine 7.000 Euro ausgeben. Ich weiß ja nicht. Hätte ich natürlich machen können. Also ich finde... kann man schon mal machen, so nach 16 schon, Jahren, oder? Kann man schon mal machen, ja. Ja, also so eine schöne irgendwie kleine Kleinigkeit zu Weihnachten. sehr gut. Okay, das heißt, du bist aber in Berlin, ja? In Berlin. Und dann, Silvester? Sind wir bei einem Freund in der Prignitz auf dem Hof von ihm mit Familien und feiern da auf dem Lande quasi. Das Silvester. Ist ja auch geil. Ja, man muss, wir fliehen immer aus der Stadt. Das ist ja eigentlich da ist es ja auch immer, was ich, ja, weil es da auch immer so dunkel ist. Ja. Das ist so cool, ne? Wenn man so auf dem Land ist, ist es wirklich richtig finster. Und da sieht man auch seine eigenen Raketen noch, weißt du, die man dann so. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so der Böller-Fan, aber so eine Rakete, wo man so einen Wunsch fürs neue Jahr irgendwie losschickt, mache ich schon ganz Jahr. Ja. Dein Mann schickt auch eins, damit er was geschenkt bekommt, was er auch braucht. Kann er sich dann nochmal nachwünschen mit der Rakete. Genau. Bitte lass es nächstes Jahr was sein, was gut ist diesmal. Ja. Ja, nee, ich hast du dir, apropos nächstes Jahr hier, bist du du bist ja an sich schon, du bist ja immer sehr auf der Suche, ja, so, und bist du... Sebastian, welchen Pfad willst du jetzt hier einschlagen? Jetzt pass auf, jetzt kommt, ich bin journalistisch, ich bin durch meinen Freund Freddy Radeke total geschult, was Radio auch geht. Wir haben gerade über Wünsche gesprochen. Was wünschst du dir denn, also jetzt nicht Weltfrieden, was wünschst du dir für 2024 für Maxi Wabel? Hast du, oder genau, das ist der eine Frage. Und zum anderen, was nimmst du dir vor für 2024? Also ich wünsche mir tatsächlich für Maxi Wabel Balance. Ich bin ja ein Mensch der Extreme. Balance? Also nein, genau. In der Schönheitsklinik am Bodensee oder was? Ich wollte es jetzt so nicht sagen. Balance. Also. Balance. Diese Balance. Wirklich jetzt erst gecheckt? Also. Ach, Balance.
Ich war gerade bei den Ballons, okay. Ja, ja, ich habe verstanden. Ja. Aber es ist auch interessant, wo deine Gedanken so hinwandern, ja, direkt. Was denn für eine Balance? Braucht doch überhaupt keine. Also, nein. Willst du mir eigentlich eben was sagen, also, Sebastian? Du warst. Also die Balance. Ja, also was ist jetzt mit den Balance? Was ist jetzt mit den Balance? Okay, Balance für dich, ja? Also Balance, weil ich bin einfach, ich bin so ein extremer Typ, weißt du? Immer eher so. Ja. Ist mir nie aufgefallen. Ist mir nie aufgefallen. Ja. Und deswegen fände ich es cool, wenn ich mich so ein bisschen in allen, ja, Bereichen so ein bisschen in die Mitte begebe. Ja. Weißt du, was ich meine? Das wäre so, ja, für mich persönlich. Und was ich machen will, ist tatsächlich schöne Reisen und viel arbeiten, idealerweise. Das heißt, sowohl drehen, aber auch meine, weißt schon, Tätigkeit als Intimitätskoordinatorin. Mhm. Und da weiter tolle Projekte betreuen. Und ja, das wäre so. Hätte ich jetzt gerne noch mit dir, das hört sich nämlich geil an. Also das ist sowohl das Reisen als auch eben dein neuer Job, ja, dass du Intimacy Coordinating machst, aber das wäre jetzt, dafür ist das würde den Rahmen Zeit schon. Würde, ja, aber das ist eigentlich toll, um das nochmal, dass wir das mal erklären. Vielleicht können wir mal so einen Live-Talk machen. Wo du das, ja, was deine Berufserfahrung und so nochmal erzählen kannst und wo du das mal ein bisschen den Leuten nahebringen kannst, was das bedeutet, diesen Beruf des der Intimacy, also der Intimitätskoordination, wie man es im Deutschen dann sagen würde wahrscheinlich. Oder gibt es da auch einen deutschen Begriff dafür oder ist das komplett amerikanisiert dann? Intimitätskoordinatorin, ja. Okay. Mhm. Ich habe vorhin und, gedacht, als Robert gesagt hat, er hatte eine Nacktszene, habe ich gedacht, ja, und wo war ich? Ja, genau. Das so. Stimmt tatsächlich. Das wäre eigentlich lustig gewesen. Aber das wäre eigentlich ein sehr lustiges Projekt, wenn du da auftauchen würdest. Aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir für die Einladung. Total gerne. Das ist selbstverständlich. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, dir und deiner Familie einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Wir schnacken aber eh nochmal. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Ich wünsche dir für 24 natürlich die Balance. Ja, ja, danke. Und alles, alles Liebe und Gute, und ich drück dich. Und ich lass auch dir gut gehen. Und hab dich lieb. Dich auch. Auch. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. So, das war die wunderbare Maxi Wawel. Toll, dass sie da war. Jetzt hatte sich noch ein kleiner Zusatzgast angekündigt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt reingesprungen ist. Falls die Kinder schlafen, habe ich nämlich noch eigentlich eine wunderbare Kollegin am Start gehabt. Aber ich weiß nicht, ob sie kommt. Falls sie jetzt, ich würde jetzt noch einfach ein paar abschließende Wörter finden. Wenn sie nicht mehr kommt, wird sie nicht mehr kommen. Aber ich gucke noch einen Blick rein. Das sind super Sachen, die man dann sagt. Wenn sie nicht mehr kommt, wird sie nicht mehr kommen. Ich denke mal. Also ich finde, es war jetzt auf jeden Fall ein wunderschöner, schöner Abend. Das war für mich, muss ich da tatsächlich auch sagen, ist es wunderschön, wenn man die Leute auch immer wieder mal sieht. Ich habe die jetzt auch seit 2-3 Monaten nicht mehr gesehen, war viel unterwegs. Habe hier, wie gesagt, jetzt meine Doku noch gedreht und habe noch einen Film in Köln gedreht und so. Es war irgendwie viel los und hatte jetzt auch viel Presse für all die Sachen. Und deswegen ist das so ein Stück weit, als ob man seine Familie dann länger nicht mehr gesehen hat. Und deswegen genieße ich das umso mehr, die dann, bevor ich sie erst im Februar wieder sehe. Also ja, wir drehen Staffel 16. Im Februar geht's wieder los mit der 16. Staffel. Es wird, was für mich auch was ganz Besonderes ist, mein 10. Jahr sein als Bergretter, als Teil dieses wunderbaren Teams und in der Bergrettung. Und da freue ich mich besonders drauf und bin schon sehr gespannt, was unsere ganzen klugen Köpfe da schon alles entwickeln. Weil es ist eine wahnsinnige Arbeit vor der Kamera, es ist aber eine wahnsinnige Arbeit hinter der Kamera. Wir haben ein super geiles Team, unser tolles Produktionsbüro, alle Leute hinter der Kamera, die alle im Haupthaus, die Bücher entwickeln, unser Produzent. Die machen einfach einen ganz tollen Job und ohne die wäre das alles nicht möglich und ohne wen es auch überhaupt nicht möglich wäre, das ist seid ihr, die auch heute Abend wieder so unglaublich zahlreich dabei waren und zugeguckt haben und das freut mich ungemein und das macht mich stolz und glücklich zugleich Teil dieser Familie zu sein und in diesem Sinne kann ich euch nur versprechen, dass wir alle zusammen
die wir da dabei sind, alles dafür tun werden, um euch einen wunderschönen eine wunderschöne neue Staffel zu geben. Jetzt habe ich gerade irgendwie gesehen, dass ich doch noch einen kurzen Gast habe, aber ich sehe sie gerade nicht. Da ist sie jetzt. Haha. Na also, die späten Gäste sind die besser spät als nie, sind die liebsten Gäste, sagt man auch. Und es ist ein besonders lieber Gast. Josie, ich grüße dich, hast du es doch noch geschafft. Alter, danke für den Tipp, ihr Lieben. Ich habe ja schon geübt beim Zugucken, aber dann hat Instagram mich nicht mehr die Anfrage stellen lassen und Oma hat gedacht, was ist jetzt los? Warum geht das nicht mehr? Ich habe hier parallel, während du dir sonst was hier aus den Fingern geleiert hast, habe ich mit den lieben Zuschauern geschrieben, die dann gesagt haben, Instagram nochmal neu starten, und das hat dann funktioniert. Ich weiß nicht, warum Instagram nicht auf mich hört, ohne neu gestartet zu werden. Das aber ist eine Frechheit. Das habe ich mir schon oft gedacht, dass das nicht so wirklich steuerbar ist. Wie geht's dir? Du siehst wundervoll aus. Du hast viel Gereiste. Es sieht sehr festlich aus. Ich sehe Weihnachtsbeleuchtung im Hintergrund. Du hast einen wunderbaren Wollpullover an und siehst aber entspannt aus. Das heißt, du hast schon alles hinter. Du bist schon völlig in der Vorweihnachtsstimmung. Naja, so ganz nicht. Ich habe jetzt die letzte Spur Berlin zu Ende gedreht. Leider. Also geht's zum Ende, ne? Da genau. Eure wunderbare Reihe. Ja, die allerletzte Spur Berlin, haben wir jetzt immer gesagt. Und das war jetzt alles sehr emotional aufwühlend, weil es jetzt, also ich habe dann mal durchgerechnet, ich war da wirklich 9 Staffeln, wobei ich eine davon fast die ganze Zeit schwanger war, also weg in dem Fall. Das war jetzt echt eine lange Zeit und ich bin natürlich mit dem Team und der Rolle auch sehr zusammengewachsen. Und wenn ich auch beruflich sagen muss, ich mich auch freue, mal wieder mehr Zeit für andere Sachen zu haben und auch mal wieder weiterzugehen, habe ich natürlich trotzdem sehr viele Tränen verdrückt und Herzschmerz und so weiter, weil ich eben auch toll finde, dass es eben so eine Dramaserie ist, so wie eben ja bei den Bergrettern dann das auch ist, dass man immer noch Leute retten kann. Und ich finde das immer so langweilig, wenn alle schon tot sind. Das ist wahr. Ja, das stimmt. Das ist doch viel geiler, wenn du noch die Hoffnung hast, jemanden zu finden, als wenn jemand schon tot ist. Und dann ist es so, ja, wer war's? Ja, weiß ich doch nicht, aber es kann man auch machen, aber ich finde das eben besonders, dass das dann irgendwie um Menschen geht, die man noch am besten lebendig wiederfindet. Das kriegt mich auch, wenn ich die Bergretter gucke, jedes Mal, ja. So dieses Rettungs liebe ich. Ja, ja. Es geht ums Retten. Ich bin auch sehr gespannt. Leute, ihr müsst euch die letzten Folgen angucken von den Bergrettern. Da passiert noch was, da geht noch was, ja. Ich will nicht zu viel verraten, aber wenn ich dein liebes Gesicht jetzt sehe nach so langer Zeit auch, wir haben uns jetzt auch ein paar Monate nicht gesehen. Du warst auch, also du hast nicht nur letzte Spur Berlin gedreht, du hast viel gearbeitet jetzt. Du warst aber auch irgendwie unterwegs, warst du in Südafrika oder irgendwie sowas? Warte mal, ich mach mal. Seit ich eben wusste, letzte Spur hört auf, Kind wird bald eingeschult, es geht ja dann doch immer schneller, als man denkt, haben wir so gedacht, okay, wir nutzen jetzt jede Pause, weil sonst muss man ja, wenn man dann wieder frei ist, auch immer so ein bisschen gucken, was für Anfragen kommen so und dann irgendwie auch so ein bisschen zur Verfügung stehen. Und jetzt habe ich gedacht, okay, solange ich noch in diesem engen Serienkorsett bin, nehme ich jetzt alle 2 Wochen Pausen, die wir immer dazwischen haben, so 2-3 Wochen, und bin eigentlich fast immer dann irgendwie abgehauen. Geil. Und das letzte Mal ist auf Teneriffa und haben da in einer Jurte gewohnt, haben so gemacht, so richtig back to the roots, und hatten da irgendwie Außendusche, Außenklo, also irgendwie pinkeln unterm Sternenhimmel ist auch eine Erfahrung. Und es wurde aber nachts langsam da schon ganz schön kühl. Und mein Mann hat immer gesagt, wer hatte noch mal die Idee, im Winter zu zelten? Aber wobei, das ist dann wirklich richtig schon fast Wüstenklima, ne? Das ist dann tagsüber noch relativ warm und dann nachts geht's echt ab in die Hose, ne? Das ist schon krass. Ja, da geht's ganz schön. Teilweise war es sehr windig, da dachten wir, die Jurte fliegt uns noch weg.
Und da hatte dann Angst, alleine im Kinderbett zu schlafen. Und dann endete es so, dass ich mit ihr im großen Bett geschlafen habe, wie die Prinzessinnen, und mein Mann so auf dem etwas zu kleinen Kinderbett so eingekauert, alleine. Urlaub des Lebens, glaube ich, war es für ihn. Deluxe, das war sehr schön. Und sag mal, dann ist mir noch was aufgefallen. Ich habe da gerade ein Reel, oder wie man das nennt, gesehen. Du hast noch, du bist ja eine fantastische Sängerin, also nicht nur mit Udo Lindenberg unterwegs gewesen, dass Udo Lindenberg beim Musical mitgesungen, du bist aber auch so als Künstlerin auf Bühnen und hast jetzt auch mit Sophie machst so ein Lied, nicht mit ihr, sondern über Sophie machst so. Das kommt mir sehr, es war ein sehr cooles, sehr lustiges Lied mit einer Band. Ich habe den Namen aber jetzt vergessen. Prag heißt die Band. Mhm. Und ich bin tatsächlich schon seit 2016 bei Prag. Also da haben wir so angefangen, dass ich als Gästin erstmal so ein paar Lieder gesungen habe, mit denen die Nora Tschirner hatte früher da gesungen und hatte nach 2 Jahren aufgehört. Und dann habe ich da mal so als Gast so tralala hier und da. Und dann haben wir irgendwann so festgestellt, ach ja, das ist eigentlich schön. Und seitdem bin ich da, also jetzt auch schon lange, auch schon 8 Jahre. Und wir haben das Album, was die vor 10 Jahren gemacht haben, das heißt Premiere, haben wir jetzt alle Lieder nochmal neu aufgenommen in diesen Akustikversionen und haben diese kleinen Videos dazu gedreht und bringen jetzt nach und nach, ich glaube so einmal die Woche oder so, bringen wir jetzt diese ganzen Akustikversionen raus auf YouTube und auf Social Media, um dieses Jubiläum zu feiern der Band. Ja, das muss man feiern, weil dieses Lied, dieses Sophie Marceau-Lied, das hatte ich jetzt nur gehört, das fand ich total süß. Also sprach mir auch aus der Seele, weil ich Sophie Marceau auch immer toll fand. Ich komme mich da einreihen in die Reihe der Verliebten. Und also ja, genau, und das ist ja wirklich so ein Zeitgeist. Das heißt, für alle, die noch keine Weihnachtsgeschenke haben, das kann man sich ja mal downloaden. Man kauft ja keine CDs mehr, wahrscheinlich. Aber das kann man auch überall kaufen, ja? Wir haben auch eine Prag. CD, genau, die heißt Zu Dritt. Die kann man, glaube ich, nur online kaufen, aber es hat ja keiner mit CDs. Also einfach Spotify, iMusic, weiß der Fuchs. Also da gibt's uns, wir heißen Prag. Und ja, da freue ich mich auch. Das wird jetzt sich noch ein paar Monate ziehen oder Wochen, also dass da jetzt immer die Lieder rauskommen und mein Instagram-Channel jetzt mit Musik füllen. Und du, sag mal, du läufst da gleich in Fernsehen drin, ne? Ja, ich muss auch gleich los dann, weil es 9:45 war. Das war bestimmt krass, oder? Die Dreharbeiten, du als war super. Es war wirklich ein Traum. Also es war wirklich so eine Erfahrung. Es war auch so eine Erfahrung zu mir selber. Es war jetzt nichts. Habe ich auch öfter schon gesagt, dass ich, das war jetzt kein Trip, dass ich irgendwie überrascht war, groß über das, was ich erlebt habe, sondern das, wie ich es erlebt habe und was ich erleben durfte und so, dieses unmittelbare Wäschen. Ich nehme mal an, dass du das mit dem, in der Jurte kriegt man ähnliche, wenn man halt so unmittelbar in der Natur ist und so nah dran, das macht was mit einem. Und das ist aber jetzt keine Überraschung, aber wenn man es dann erlebt, ist das was ganz Besonderes. Und ich muss auch sagen, wenn ich das so sehe, noch bin ich wirklich stolz drauf, weil das so ein, ich glaube, das kommt so schön rüber und für den Zuschauer ist das so eine, der kommt einfach eine tolle Energie rüber in dieser Doku und in beiden Teilen und da freue ich mich sehr drauf. Das war wirklich echt eine sehr, sehr, sehr schöne Reise. Toll. So. Ja. Dann gucken wir jetzt gleich zusammen an alle, oder? Machen wir alle mit. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch sagen, alle schalten jetzt rein. Und gucken sich diese Doku an um 9:45 jetzt im ZDF, also, Terra X. Okay, wow. Ja, genau, heute und morgen auch nochmal der zweite Teil. Und es ist total, mich freut so, dass du noch gekommen bist, weil es ja erstmal nicht so ganz sicher war, ob du noch das schaffst, wegen Kids und allem drum und dran. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ich freue mich schon mega, wenn wir uns wiedersehen. Ich freue mich auch. Das wird super. Und ich umarme dich und drück dich und grüß ganz lieb in die Runde und lass es dir gut gehen. Du dir auch frohe Weihnachten und liebe Grüße an die Familie und euch auch allen ganz frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Du musst auflegen, ich weiß nicht, wie es geht. Ich glaube, du musst auf Live drauf drücken und dann kommt Chat verlassen. Ciao. Perfekt. Tschüss. Oh, I love it, ey. Das war so toll. Das war jetzt ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Das war ein wunderschöner Abend. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten, schöne Feiertage, guten Rutsch, bleibt gesund, bleibt uns treu. Wir bleiben es euch auch. Haut rein. Bis denne.
euer Sebastian und Co. KG. Tschüss.